Herzlich willkommen, schönen guten Abend bei dieser Diskussion der fünf Chefs der Parlamentsparteien. Darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen. Ich begrüße Ladies First, die Bundessprecherin des Liberalen Forums, Heidi Schmidt. Schönen guten Abend. Neben mir Bundeskanzler SPÖ-Vorsitzenden Viktor Klima. Guten Abend. Vizekanzler ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel. Grüß Gott. Weiters den Chef der Freiheitlichen, Landeshauptmann Jörg Haider. Grüß Gott. Und den Bundessprecher der Grünen, Herrn Professor Alexander Van der Bellen. Schönen guten Abend. Ich möchte vorweg ein bisschen das Prozedere dieser Diskussion erläutern, wie ich versuchen möchte, die nächsten 1,5 Stunden zu strukturieren. Im Prinzip in 2 Phasen. In der ersten Phase wollen wir die Sachthemen diskutieren, die Reformanliegen, die die 5 Parteien für diese Wahl artikuliert haben. In der zweiten Phase soll es dann gehen um die Frage, wie Österreich nach dem 3. Oktober regiert werden soll, Regierungskonstellationen, Zusammenarbeitsmöglichkeiten etc. Im Übrigen haben alle Beteiligten hier am Tisch versprochen, Diskussionsdisziplin zu halten und möglichst nicht unfair drüber und drein zu reden, auch im Sinne der Zuschauer, für die Verständlichkeit der Zuschauer sicher ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte aber auch gleich insgesamt bitten, Statements kompakt zu halten, auch deshalb, dass dann Repliken wirklich möglich und auch für die Zuseher verständlich sind. Mit den kompakten Statements wollen wir gleich am Beginn anfangen, um auch die Diskussion dynamisch gleich zu beginnen. Es gibt für die erste Runde ein 2,5-Minuten-Limit für jeden von Ihnen. Wir beginnen mit dem Vertreter der kleinsten Partei, Herrn Professor Van der Bellen, in dieser Anfangsrunde. Und das Schlusswort am Ende der Diskussion hat dann der Chef der größten Partei, nämlich Bundeskanzler Klima. Stürzen wir uns also gleich hinein. Ich würde gern einleitend von jedem von Ihnen gerne wissen, was aus der jeweiligen Sicht in der kommenden Regierungsperiode am dringendsten zu reformieren, zu verbessern, zu verändern ist. Wie gesagt, 2,5 Minuten bitte für diese Runde. Jeder, Herr Professor Van der Bellen. Eine ganze Menge. Eine ganze Menge gibt es zu reformieren. Und den Stillstand der großen Koalition der Sozialdemokraten und der Volkspartei zu überwinden. In der Umwelt- und Naturschutzpolitik, da möchte ich nur das Stichwort Anti-AKW-Politik erwähnen, ich komme gleich darauf zurück. In der Frauenpolitik, wo kein Punkt des Frauenvolksbegehrens bis jetzt verwirklicht worden ist, die Einkommen nach wie vor auseinanderklaffen zwischen Männern und Frauen. In der Bürgerrechts- und Menschenrechtspolitik gibt es leider Rückschritte, nicht nur einen Stillstand, sondern Rückschritte, durchaus in Richtung jener Zielsetzungen, die die Freiheitlichen immer vertreten haben. Und in der Neutralität erwarte ich mir, dass einmal klare Worte gesagt werden, wo die Richtung hin soll in der äußeren Sicherheitspolitik. Ich komme jetzt einmal ganz kurz auf die Anti-AKW-Politik zu sprechen, im Rahmen der Umweltpolitik. Wir haben gefordert, gebeten, ersucht, die Bundesregierung im Bereich der grenznahen AKWs etwas zu tun. Denn die Sicherheit Österreichs ist nicht durch ausländische Panzer bedroht, finden wir, sondern durch Bohunice, Mochovce, Demelin, Kirschko und wie die grenznahen AKWs alle heißen. Passiert ist leider so gut wie nichts, außer einige formale Proteste der Bundesregierung. Wir hätten uns gewünscht, dass das von Anfang an deutliches Ziel der Bundesregierung ist, dass dies im Rahmen der EU-Verhandlungen zu thematisieren und nicht nur zu fordern, zu ersuchen unsere Nachbarländer, sondern natürlich auch finanziell den Ländern eine finanzielle Unterstützung anzubieten. Alles andere wäre heuchlerisch, nur zu fordern, aber selbst nichts beizutragen. Und leider haben wir jetzt einen aktuellen Anlass. Ich kann nur hoffen, dass der japanische Unfall nicht schlimmer ist, als er derzeit aussieht. Ich habe auch nicht mehr Informationen als Sie hier alle am Tisch. Aber es zeigt sich, dass das Konzept der Bundesregierung, auf Sicherheitsstandards zu setzen, statt auf Ausstieg, das falsche Konzept war. Wenn nicht einmal in Japan ausgeschlossen werden kann, dass ein Unfall in einem AKW passiert, dann frage ich mich, wie Sie im Ernst, Herr Bundeskanzler und Herr Vizekanzler, ausschließen wollen, dass etwas passiert in Bohunice, in Mochovce und so weiter, in unmittelbar an uns grenzende Länder. Und dass das Geld dafür nicht vorhanden wäre, das ist insbesondere mein Vorhalt an den
Herrn Vizekanzler und ÖVP-Vorsitzenden, dass das Geld nicht vorhanden wäre, das kann nicht sein. Wenn Österreich das Geld hat, 12 Milliarden für gebrauchte Panzer auszugeben, die unsere Sicherheit nicht erhöhen, dann hätte wohl auch die eine oder andere Milliarde vorhanden sein müssen. Die 2,5 Minuten, Herr Professor. Um unseren Nachbarn beim Ausstieg aus der Kernkraft zu helfen. Und damit habe ich mein Limit eingehalten. Danke. Bevor ich jetzt der Frau Dr. Schmidt das Wort erteile, sollte ich nur noch mal vielleicht das sagen, was da in Japan jetzt passiert ist, weil das vielleicht nicht allen unseren Sehern so ganz präsent ist. Offensichtlich der schlimmste Atomunfall in der Geschichte Japans. In einer Brennelementefabrik in Tokaimura ist Strahlung ausgetreten, und zwar sehr intensive Strahlung. Knapp 20 Personen sind also sehr stark verstrahlt worden. Es ist der Vergleich schon getroffen worden mit den US-Atomtests Bikini Atoll. Also es sind Hunderte von Menschen aus der unmittelbaren Umgebung auch evakuiert worden. Offensichtlich dauern die Kettenreaktionen auch noch immer an. Also man weiß noch nicht genau, wie die Dimension wirklich ist. Mhm. Frau Dr. Schmidt. Ja, ich gebe schon zu, dass das angesichts dieser Katastrophe dann nicht so ganz leicht ist, sich hier in die Ebenen der österreichischen Politik zu bewegen. Aber wir reden jetzt eben vor dem 3. Oktober und daher tue ich das. Wenn Sie fragen, was sich ändern soll, so glaube ich und wünsche mir, dass sich vor allem das Klima in unserem Land ändert. Ich wünsche mir, dass wir eine fairere Gesellschaft werden statt einer geteilten Gesellschaft. Stichwort Frauen, Stichwort Ausländerinnen und Ausländer, Stichwort Behinderte, Stichwort Minderheiten. Ich wünsche mir, dass in diesem Land und in unserem Land Kreativität genutzt und gefördert wird, statt sie brach liegen zu lassen oder gar zu ersticken. Und ich wünsche mir Freude und Fähigkeit zur Selbstständigkeit, was wir meiner Meinung nach weder fördern noch überhaupt irgendwie im Blickwinkel haben. Und das war auch der Grund, warum wir bei unserem Wahlkampf 3 Schwerpunkte neben all den vielen Feldern gesetzt haben. Bürokratieabbau, Gleichberechtigung und Zivilcourage. Denn das Ganze ist auch eine Frage der Haltung, wie mir überhaupt die Haltung oftmals in der Politik abgeht. Bürokratieabbau nicht als irgendein theoretisches Gebilde, sondern weil das die Voraussetzung ist, dass auch Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden. Denn wenn Sie sich anschauen, die Studie ist zwar auch schon 2 Jahre alt, dass 560 Arbeitsstunden im Jahr alleine nur für bürokratischen Aufwand draufgehen, dann heißt das, nicht ganz 4 Monate arbeitet eine Vollarbeitskraft nur für die Bürokratie. Es gibt was Jüngeres jetzt. Die Industriellen Vereinigung hat ausgerechnet, 40.000 Schilling pro Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Jahr wird nur für bürokratischen Aufwand aufgewendet. Nur um klarzumachen, dass das nicht irgendein Schlagwort ist, sondern welche Belastung das auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer ist. Und muss sagen, Folgekostenabschätzung, ein theoretisches Wort. Die ÖVP verspricht das seit langem. Es war in der letzten Ankündigung für den Wahlkampf drinnen. Es ist jetzt wieder drinnen. Als wir den Antrag im Parlament gestellt haben, wurde er abgelehnt von den beiden Regierungen. Es würde das mehr Kostenwahrheit auch bei der Formulierung von den vielen Gesetzen bringen. Das ist das eine. Gleichberechtigung. Es ist schon angesprochen worden, das Frauenvolksbegehren in keinem einzigen Punkt umgesetzt. Die wesentlichen Punkte, ohne jetzt auf alle einzugehen, aber selbstständige Rechte für die Frauen, nämlich statt der Mitversicherung eine eigenständige Versicherung, nichts geschehen. Wir haben einschlägige Anträge eingebracht. Seit über 20 Jahren wird von gleichem Lohn für gleiche Arbeit geredet. Solange wir Kollektivverträge haben und die Sozialpartner sind es, die darüber zu bestimmen haben, nichts geschehen. Und man hat sich sogar gewehrt, einen verfassungsrechtlichen Auftrag zu geben, dass der Staat Gleichbehandlung durchzuführen habe. Nur um jene Punkte zu nehmen. Da habe ich gar nicht geredet von der Pensionsreform, habe ich nicht geredet von einer Verfassungsreform, von einer Steuerreform. Alles das, was im Laufe des Abends noch besprochen werden wird. Danke. Herr Dr. Hedder. Ja, wir haben uns ein recht anspruchsvolles Programm gegeben, weil ich glaube, dass es hier um konkrete Lösungen für die Bürger geht und nicht um allgemeine Erklärungen. Wir wollen sozusagen die Bürger gleichberechtigt machen, die heute in einem Klassensystem leben, wo es jene im geschützten Bereich gibt und jene im ungeschützten Bereich, die das volle Risiko unserer Gesellschaft tragen. Dazu zählen in erster Linie einmal die Familien, die gerade durch das Sparpaket der Regierung sehr schlecht gestellt worden sind. Daher die Idee des Kinderschecks für die Frauen und Mütter, damit Frauen mit kleinen Kindern die Möglichkeit haben, sich mehr ihren Kindern zu widmen, weil ja auf der anderen Seite auch das Versprechen, Kindergartenplätze zu schaffen, 140.000 Fällen in Österreich seit Jahren gemacht wird und es passiert nichts. Das Zweite ist, dass wir
ganz gezielte Maßnahmen zur Jungunternehmerförderung haben wollen, denn die schaffen letztlich Arbeitsplätze. Das heißt, die Regierung hat es bisher zu Wege gebracht, Arbeitsplätze zu vernichten, etwa indem man eine Mindestkörperschaftsteuer einführt, wo jeder Jungunternehmer, bevor er zum Arbeiten anfängt, beim Finanzamt bereits einmal Schulden hat. Das ist nicht eine Motivation. Wir wollen ein Steuersenkungsprogramm durchführen, das auf der Grundlage weniger Subventionen, niedrige Steuersätze, auch die Eigenkapitalbildung der Klein- und Mittelbetriebe ermöglicht. Und wir wollen im Sozialversicherungsbereich endlich einmal die Zusammenlegung der 28 Sozialversicherungsanstalten schaffen, weil das verursacht derzeit einen Aufwand von 11 Milliarden Schilling allein Verwaltungskosten. Das ist wohl besser, statt Verwaltungskosten mehr Geld für Pensionen und Krankenvorsorge zur Verfügung zu haben. Und wir wollen ein bisschen mehr Bürgerrechte. Bürgerrechte aber für jene, die jetzt im Schatten stehen, wie etwa unsere Bauern, die durch die Diktatur der Agrarmarkt Austria völlig rechtlos sind und wie im Kommunismus mit Betriebssperren bedroht werden, wenn sie einen Tag zu spät die Geburt eines Kalbes melden und ähnliche Unsinnigkeiten. Und letztlich geht es uns aber auch um die Eindämmung des Postenschachers. Hier ist ja die Bundesregierung verurteilt worden wegen parteipolitischer Postenbesetzung beim Obersten Gerichtshof vor kurzem. Sogar Schadenersatzpflichten sind entstanden. Das ist der Weg, wo man sagen muss, hier müssen wir heraus, weil die 5 Punkte des Bundeskanzlers überhaupt nichts genützt haben, die er beim tragischen Tod des Herrn Braschak verkündet hat. In Wirklichkeit geht der Postenschacher munter weiter. Was wir für die Österreicher tun können, das ist das, was wir etwa auch in Kärnten schon begonnen haben. Ich habe dort als Landeshauptmann in wenigen Monaten die Mieten gesenkt, die Strompreise gesenkt, begonnen, den Kinderscheck einzuführen. Das ist, glaube ich, eine gute Grundlage, um zu sagen, wenn wir etwas mitzugestalten haben, dann gibt es also eine relative Stabilität und wir schaffen also auch für die kleineren Leute gute Voraussetzungen. Danke, Dr. Haider. Herr Vizekanzler, was gehört verbessert? Ein Einzelthema herauszugreifen ist wahnsinnig schwer, denn es ist ja alles mit allem vernetzt. Denn Bildung, erstklassige Bildung für unsere Jungen, ist die Voraussetzung, dass sie später mal Arbeitsplätze haben können. Gute und wettbewerbsstarke Arbeitsplätze zu haben, ist wieder die Voraussetzung dafür, dass ein dichtes Sozialnetz existiert, dass die Pensionen sicher sind und dass wir gut leben können. Also ich würde sagen, die erste und wichtigste Voraussetzung ist, dass man das Ganze sieht, dann ergeben sich die Teile daraus. Und das Zweite, mir ist ganz gut gefallen, wie Heidi Schmidt gesagt hat, es kommt auf die Haltungen an. Ich habe mir das eigentlich auch gedacht. Ich bin vor 5 Jahren zum Obmann der Volkspartei gewählt worden und ich habe damals gesagt, wir sollten versuchen, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen. Das klingt zwar ein bisschen pathetisch, aber es ändert sofort die Perspektive. Wenn man versucht, mit den Augen jetzt meines zum Beispiel 12-jährigen Sohnes zu denken, dann frage ich mich, was werden wir ihm in 10 Jahren, in 20 Jahren hinterlassen? Und da sind dann die Themen ganz anders. Nachhaltigkeit der Wirtschaftspolitik, Haushalten als Prinzip, die Umwelt. Van der Bellen hat vollkommen recht. Die Umwelt bekommt dann einen ungeheuer wichtigen Stellenwert. Österreich ist eins der schönsten Länder, der saubersten Länder. Reines Wasser ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben auf Atomkraft verzichtet und hoffen, dass viele unserem Beispiel folgen. Die Werte sind dann entscheidend, denn wir wollen ja auch den Jungen eine wertvolle Gesellschaft übergeben. Und daher sind die Familien für uns so wichtig. Und der zweite Punkt ist, wir müssen lernen, mit den kleinen Leuten zu fühlen. Die Großen helfen sich sowieso. Der Frank Stronach braucht keinen Politiker, der hat die besten Anwälte und Experten. Die Mittelständler, die kleinen Bauern, die Jungunternehmer, die Gott sei Dank mehr werden, immerhin innerhalb von 4 Jahren jetzt eine Steigerung von 12 auf 20.000 neue junge Selbstständige, die brauchen unsere Hilfe. Die Bauern, denen wir jetzt bei der Agenda 10% der EU-Gelder herausverhandelt haben, obwohl wir ja nur 2% der Gesamtbauern in Europa haben. Und der letzte Punkt, wenn das so ist, dann müssen wir uns auch in der Politik ändern. Neugieriger bleiben, mutiger werden, offener auf die Dinge und auf die Probleme zugehen, wahrscheinlich den Möglichkeitssinn stärker entwickeln als den Realitätssinn. Und wir müssen auch europäischer denken. Das ist auch mein Appell als Außenminister, denn letztlich ist Europa für uns die Jahrhundertchance. Die Euro-Teilnahme, die Erweiterung, die Schaffung einer europäischen Friedensunion, das sind eigentlich Themen, wo Österreich zum ersten Mal in seiner Geschichte, seiner langen Geschichte, wiederum Herzland Europas wird und nicht mehr Randstaat bleibt. Ich bedanke mich, Herr Bundeskanzler. Frau Hopfmüller, Sie haben gesagt, das wichtigste Reformvorhaben. Und ich habe jetzt eine Reihe von
glaube ich, durchaus wichtigen Punkten gehört, die ich voll unterstütze, manche nicht voll unterstütze. Aber ich habe als Bundeskanzler, und Sie wissen, dass ich aus der Wirtschaft komme, in den letzten 2,5 Jahren die politische Arbeit unseres Landes sehr gut beobachtet und auch in zahlreichen Gesprächen mit anderen Regierungschefs Erfahrungen ausgetauscht. Was ich meine, und ich könnte jetzt sagen, wir sollen mein Reformprogramm für 100.000 Arbeitsplätze realisieren, wir sollen mein Reformprogramm realisieren für den sparsamen Umgang mit dem Steuerschilling, Bürokratieabbau und vieles mehr, oder mein Reformprogramm, wie wir unser gutes Sozialsystem sichern und ähnliches mehr. Aber ich glaube, was wirklich entscheidend ist, dass wir die Art des Politikmachens in unserem Lande verändern. Und daher spreche ich auch von einem neuen Regieren. Ich meine damit, und ich sage das sehr klar und deutlich, wenn ich von der Frau Dr. Schmidt einen guten Vorschlag gehört habe jetzt, gibt es in Österreich immer Reflexe. Die sagen, nein, das kommt von einer anderen Partei, das ist deswegen abzulehnen. Und genau das ist das Falsche. Diese Blockaden aufzulösen und zu sagen, was war gut, was die Frau Dr. Schmidt eingebracht hat, der Herr Dr. Schüssel, Herr van der Bellen und auch beim Herrn Dr. Heider. Nicht alles ist nicht gut. Das heißt, es geht also einfach darum, das zurückzustellen, was Österreich sehr lange blockiert hat und manchmal noch immer blockiert, nämlich das Interesse von Klicken, das Interesse von Parteien. Es geht darum, die richtigen Maßnahmen für unser Land zu setzen. Denn die Reformgeschwindigkeit, die wir brauchen, wird immer schneller werden. Die Reformgeschwindigkeit mit sozialer Verantwortung wird immer schneller werden. Das heißt, ich möchte sehr klar und deutlich einladen und habe das auch vor, nach dem 3. Oktober, für diese neue Art des politischen Arbeitens, des Regierens für unser Land. Weil dann kommen alle anderen Dinge, die Sie angesprochen haben, viel leichter und viel einfacher. Danke für diese Auftaktrunde, mal auch Ihnen, Herr Bundeskanzler. Ich möchte aber jetzt noch einmal zurückkommen auf die Fragen, die der Herr Professor van der Bellen in Bezug auf die Atompolitik gestellt hat. Das war im Konkreten jetzt aufgehängt auf diesen Atomunfall in Japan. Die Frage, Herr Professor van der Bellen ist offensichtlich der Meinung, dass die Regierung in ihren Intentionen im Kampf gegen die grenznahen Kernkraftwerke, die in Betrieb sind und die gebaut sind, nachgelassen hat, zu wenig intensiv ist, vielleicht sich überhaupt nicht drum gekümmert hat. Also ich habe vor etwa 20 Minuten mit dem Leiter des österreichischen Krisenstabes telefoniert, der ja im Kontakt ist mit den anderen Krisenstäben in Europa. Und wir können einmal sehr klar und eindeutig sagen, dass dieses scheinbar wirklich schwierige und schwerwiegende Unglück, das hier in Japan passiert ist, keine Auswirkungen auf Österreich hat. Das kann man wirklich sagen und die Menschen in unserem Lande beruhigen. Zum Zweiten. Ich glaube, Österreich war sehr weise und hat entschieden, in Österreich kein Atomkraftwerk zu haben. Und wir haben eine Fünf-Parteien-Entscheidung vor kurzem im Parlament gehabt, die gesagt hat, also gut, wollen wir jetzt wieder anfangen, wer der Erste ist oder nicht, die beschlossen hat, dass Österreich, kein Atomkraftwerk haben wird, dass in Österreich keine Atommülllager, dass durch Österreich kein Atomkraftstoff oder was immer, keine Atomenergie durchtransportiert wird, erzeugt wird, gelagert wird, verwendet und so weiter. Also Österreich atomfrei. Und ich habe es, und die Sozialdemokratie hat ja diese Vision des atomkraftfreien Mitteleuropa entwickelt. Nur, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir mit autonomen Staaten zu arbeiten haben. Und wir haben als österreichische Bundesregierung einen Anti-Atom-Plan ausgearbeitet, auch Kruschko mit einbezogen. Und in diesem Anti-Atom-Plan, den wir mit auch den Nichtregierungsorganisationen, den Umweltvereinigungen abgestimmt haben, haben wir allen anderen europäischen Partnern sehr klar die österreichische Haltung zur Atomposition gesagt. Also unser Ziel ist es, ein atomkraftfreies Mitteleuropa. Das heißt, dass wir alles dann tun werden im Rahmen der Europäischen Union. Und Sie erinnern sich an die Entscheidungen bei der EBRD zum Beispiel, wo Österreich als einziges Land blockiert hat den Ausbau von Atomkraftwerken. Also wir wollen das, was die Frage der Atomkraft, der Kraftwerke in unserem Umfeld betrifft, da sind wir sehr klar gegen Temelin. Ich bin überzeugt davon, ein Beitritt der Europäischen Union, der Tschechiens zu Temelin, zur Europäischen Union, ist mit Temelin nicht möglich. Wir sind auch sehr klar gegen den Weiterbetrieb von Bohunice, Ignalina, Kozloduy
Und natürlich ist die Frage mit Kruschko auf der Erdbebenlinie eine ganz entscheidende Frage, die auch die Sicherheit der Menschen in unserem Land betrifft. Will der Herr Dr. Heider anknüpfen, hat sich jetzt als Nächster zu Wort gemeldet. Dann der Herr Vizekanzler, bitte. Mir gefällt an sich der Vorschlag, wir sollten sozusagen die positiven Ideen aufnehmen. Was ich noch nicht ganz verstehe, Herr Bundeskanzler, Sie hätten ja eine Reihe von positiven Ideen in den letzten Monaten und Wochen von uns bekommen, wenn ich jetzt einmal auch als Kärntner Landeshauptmann denke. Ich habe Sie inständig gemeinsam mit der Kollegin Klasnik gebeten, Sie mögen doch in diese Anti-Atom-Deklaration der österreichischen Bundesregierung zur Vorbereitung der EU-Verhandlungen mit den Nachbarländern, darunter auch Slowenien, Kruschko aufnehmen. Dort explizit ein Ausstiegsszenario festzulegen, weil wir nichts davon haben, wenn Sie sagen, Temelin darf nicht gebaut werden und sonst kein EU-Beitritt, aber bei Kruschko ist es schon was anderes. Und es ist leider nicht gelungen bis zur Stunde. Dieses von den beiden Bundesländern, da geht es um 2 Millionen Menschen, die im unmittelbaren Gefahrenbereich sind, diesen Wunsch dieser beiden Bundesländer wenigstens in die gemeinsame Verhandlungsgrundlage der Bundesregierung aufzunehmen. Und das Zweite, was Ihnen, ja, es steht jetzt Kruschko drin, aber nicht das Ausstiegsszenario. Und ich sage Ihnen auch, warum das Ausstiegsszenario dort so wichtig wäre. Erstens, Kruschko steht auf einer Erdbebenlinie, das wissen wir. Zweitens, es gibt kein Frühwarnsystem. Das ist ja das, was ich am meisten reklamiere. Jahrelang hat man uns gesagt, es gibt ein Frühwarnsystem zwischen Slowenien und Österreich. Jetzt sagt uns die Umweltministerin, das gibt es noch nicht, aber man bemüht sich, es zu installieren. Und wenn wir da nicht von den Ländern aus jetzt Druck machen, dann wird es also zum kritischen Zeitpunkt des Jahres 2000, wo also sowieso alles ein bisschen problematisch ist, dieses Frühwarnsystem nicht einmal geben. Stellen Sie sich mal vor, in 40 Minuten ist bei einem Atomunfall die gesamte Kärntner und steirische Fläche erheblich gefährdet. Und das ist der Punkt, wo ich immer sage, es ist schön, wenn man sagt, ja, bringt uns die Ideen. Aber die Ideen dann auch aufzunehmen, wirklich aufzunehmen und nicht zu sagen, weil das jetzt von einer falschen parteipolitischen Richtung kommt, dann werden wir es doch nicht so tun. Gerade bei Kruschko hätten wir die Möglichkeit, ein wirkliches Ausstiegsszenario zu organisieren. Dort gibt es, darf ich einen Satz dazu noch sagen, dort gibt es die Save. Da könnte man seit Jahren die Wasserkraft ausbauen, um damit auch den Slowenen und den Kroaten es zu erleichtern, aus der Atomkraft auszusteigen. Da gibt es ein Konzept, da gibt es einen Finanzierungsvorschlag, da gibt es die Bereitschaft des Verbundes. Ja. Ist aber bisher an der Bundesregierung gescheitert, die angeblich so gegen die Anti-Atom. Darf der Herr Bundes einen Satz und dann wirklich, aber nur wirklich einen Satz, Herr Bundeskanzler. Es ist einfach nicht richtig, Herr Dr. Heider, dass Kruschko nicht im Anti-Atom-Plan der Bundesregierung aufgenommen wurde. Das ist im Ministerrat beschlossen worden. Vor 10 Jahren wurde ich Wirtschaftsminister. Seit dieser Zeit verhandle ich mit Slowenien über die Save Wasserkraftwerke. Und die sind nicht an der Verbund gescheitert, die sind an Slowenien bisher gescheitert. Die Verbund würde sofort bauen. Die Bundesregierung, ich war 6 Jahre Wirtschaftsminister, hat immer die Verbund unterstützt. Denn wer, wenn nicht wir, sind natürlich für erneuerbare Energie. Das ist doch gar keine Frage. Sie haben auch lange geredet. Jetzt erlauben Sie, dass die anderen auch reden dürfen. Nein, Herr Dr. Heider, hören Sie zu. Ich habe Sie nur ersucht. Nein, ja, ich möchte meinen Gedanken gerne ausführen. In der Atompolitik hat es nicht des Zurufs aus Kärnten bedurft, sondern gerade unter der österreichischen Präsidentschaft haben wir eigentlich sehr viel gemacht. Und vielleicht kann man auch gute Ideen zur Kenntnis nehmen, wenn sie ausnahmsweise einmal von der Regierung kommen. Es hat der Umweltministerrat der Europäischen Union, geführt von Martin Bartenstein, im September beschlossen, und das war wirklich eine historische Leistung, das war ein Durchbruch, dass wir den Stand der Technik vorgeben für die Atomkraftwerke der Beitrittskandidaten. Übrigens etwas, was jetzt im Nachverhandeln von einigen wichtigen Mitgliedsländern versucht wird, wiederum herauszunehmen. Das war ein wirklicher Durchbruch. Wir haben im Dezember im Außenministerrat, im Allgemeinen Rat, dies noch einmal bekräftigt und haben gesagt, frühestmögliche Stilllegung an dieser einigen besonders gefährdeten Betriebe. Und man muss, glaube ich, jetzt schon auch ehrlicherweise dazu sagen, nicht alle Atomkraftwerke sind gleich. Es gibt besonders gefährdete, die müssen zugesperrt werden und je früher, desto besser.
Und da, glaube ich, sollten wir auf diesem Allparteienkonsens beharren, der Gott sei Dank ja da ist. Das wird ein hartes Match werden, denn die Slowaken werden bei Bohunice sehr hartnäckig sein. Aber das letzte Wort ist hier sicher noch nicht gesprochen. Da brauchen wir den gemeinsamen Konsens aller. Und dann gibt es aber Atomkraftwerke, die mit westlicher Technologie gebaut worden sind und die mindestens so gut sein können wie in der EU befindliche. Und dort wird es unmöglich sein, in der EU eine Linie zu bekommen. Ihr dürft nicht beitreten, wenn ihr solche Kernkraftwerke weiter betreibt. Weil jedes Land, leider sage ich einmal, oder Gott sei Dank, seinen Weg gehen darf. Für uns ist es gut, weil wir sind damit frei, atomkraftfreie Energieproduktion zu machen. Aber andere, die Franzosen, die Deutschen oder eben auch die Slowenen oder Tschechen, können Atomkraftwerke betreiben. Aber wir müssen darauf drängen, dass es EU-weite Sicherheitsstandards gibt und wenn die nicht erfüllt werden, zusperren so schnell wie möglich. Ich habe jetzt hat völlig recht, aber der Herr Van der Bellen hat schon auch recht, muss ich schon sagen. Er hat nämlich gesagt, das Ziel ist auch, das Ziel ist die Vision eines atomkraftfreien, weil es gibt kein sicheres. Gerade in seiner nächsten Wortmeldung kurz sagen. Ich habe jetzt zu diesem Thema noch die Wortmeldung vom Herrn Professor und von der Frau Dr. Schmidt. Ich darf nur vorschlagen, dass wir dann zum nächsten Thema übergehen, damit uns dann nicht die Zeit zu sehr davonrennt. Bitte, Herr Professor. Na, für mich hat das jetzt leider bestätigt, was ich kritisiert habe. Sowohl was ich von ÖVP-Seite wie auch von SPÖ-Seite gehört habe. Es gibt diplomatische Demarschen, das hat ja kein Mensch bestritten. Es gibt die verschiedenen verbalen Initiativen, auch im Rahmen der EU, das hat ja niemand bestritten. Aber es gibt erstens kein wirkliches Ausstiegskonzept statt eine Verschärfung der Sicherheitsstandards. Und Österreich hat sich bis jetzt nicht bereit erklärt, in irgendeiner Weise finanziell dazu beizutragen, dass unsere Nachbarländer auch diesen Ausstieg tatsächlich schaffen. Und das, meine ich, ist ein bisschen eine heuchlerische Politik. Nur fordern von Ländern, die ohne dies, brauche ich Ihnen nicht zu erklären, viel ärmer sind als Österreich und nicht gleichzeitig auch finanziell dazu beizutragen, dass das auch geht. Also das ist für mich das etwas deprimierende Resümee der österreichischen Anti-AKW-Politik. Zur neuen Art des Regierens hätte ich aber dann schon auch eine Bemerkung. Da kommen wir zweifelsohne noch hin. Gut, okay. Aber ich unterstreiche diese Argumentation auch, denn Forderungen alleine können es wohl nicht sein, obwohl ich sagen muss, dass in einem Zusammenhang, nämlich wenn es Hochsicherheitsreaktoren sind, sehr wohl schlicht und einfach eine Forderung aufgestellt werden kann und in diesem Zusammenhang auch verknüpft werden kann mit dem Beitritt zur EU im Zusammenhang mit der Erweiterung. Aber das betrifft aus unserer Sicht jedenfalls nur die Bohunice, ganz recht. Und insofern ist es ja nicht uninteressant, dann die Position der Freiheitlichen zu sehen, die ja die Erweiterung versuchen zu verhindern. Meine feste Überzeugung ist es, und deswegen bringe ich auch dieses Argument in diesem Zusammenhang ein, dass gerade ein Beitritt dieser Länder zur Europäischen Union uns die Chance gibt, diesen Ausstieg aus der Atomkraft auch voranzutreiben. Ich bin der Meinung, genauso wie Alexander Van der Bellen, dass hier Hilfestellung geleistet werden muss. Aber eine derartige Möglichkeit gibt es natürlich im Verbund dann noch viel mehr. Von allen europäischen und daher Bohunice zusperren, sonst kein Beitritt. Bei allen anderen ein Ausstiegsszenario auch unterstützen. Also da muss ich schon wirklich mein Veto einlegen. Erstens einmal hat das mit einer Erweiterung null zu tun. Zum anderen aber ist auch die Frage der Erdbebensicherheit ein ganz anderes Thema. Also wenn der Herr Vizekanzler sagt, ja, wir haben also eine westliche Technologie und da muss man geduldiger sein, dann ist ja bei Krischko ganz was anderes der Fall. Der steht auf einer Erdbebenlinie. Das heißt, das Erdbeben ist technisch nicht einschätzbar. Und die österreichische Bundesregierung hat bis zur Stunde nicht einmal es geschafft, ein Frühwarnsystem zu installieren. Ganz zu schweigen, dass wir eine seismografische Überwachung haben. Und das ist der Punkt. Das ist jetzt weniger eine parteipolitische Diskussion über die Frage. Das sind die Sorgen der beiden Länder, Steiermark und Kärnten, die wir an die Bundesregierung herangetragen haben. Und bis zur Stunde null konkrete Reaktion, Herr Bundeskanzler. Das ist es ja. Da geht es ja um Sicherheitsinteressen der Bevölkerung. Es sind 2 Millionen Leute, die davon betroffen sind. Nicht? Da kann morgen was passieren. Jetzt überall sind die Erdbeben in der Welt. Da kann morgen bei Krischko genauso was passieren. Das hat mit der Technologie null zu tun. Darum geben wir uns auch nicht zufrieden, Herr Haider, mit dem Bohunice zum Beispiel, sondern wir haben auch Temelin, also Tschechien, angeboten, Geld auch mit angeboten, ein Energiekonzept zu entwickeln, dass Temelin nicht fertiggestellt werden muss.
Also Sie haben nicht recht, Herr van der Bellen. Wir haben ja wirklich aktiv gearbeitet. Und ich glaube, dass da an dem Tisch Einigkeit herrscht, dass Österreich alles tun wird, die Anti-Atom-Politik weiter voranzutreiben. Und da können wir nur gemeinsam alles tun. Und wir sind aktiv. Ich würde jetzt dafür plädieren, dass wir Einigkeit erzeugen an diesem Tisch, dass wir das nächste Thema angehen. Ein Frühwarnsystem zu installieren, das ist ja wirklich das Schwächste, weil das scheitert nur an der österreichischen Regierung. Eine Million Schilling geht es da. Der Bramer war bei Ihnen, das ist im Anti-Atom-Plan und jetzt das ist in Gesprächen. Die Frau Minister schreibt uns, das ist finanziell nicht abgesichert. Seit Jahren wird uns gesagt, es gibt ein Frühwarnsystem. Jetzt wird uns eröffnet, es gibt kein Frühwarnsystem. Für ein Atomkraftwerk, das auf einer Erdbebenlinie steht. Aber können wir das kurz machen? Ja, ich glaube, es gibt mit Sicherheit einen Fünf-Parteien-Konsens, wenn das Geld nicht da ist, werden fünf Parteien beschließen, die eine Million zur Verfügung zu stellen. Reden über die anderen. Das ist relativ wichtig. Ich glaube, das ist ein Konsens. 2 Millionen Leute sind betroffen davon. Okay, aber das ist ein gutes Beispiel, wo alle fünf zusammenwirken sollten, in der Form, wie Damit haben wir den Konsens hergestellt, das nächste Thema anzugehen. Ich schlage vor, dass wir uns in den Bereich der sozial relevanten Themen begeben. Ein Thema, das gegen Ende des Wahlkampfes jetzt sehr, sehr stark herausgekommen ist und das natürlich für die 1,9 Millionen Pensionsempfänger und alle die, die demnächst auch Pensionen haben wollen, sehr relevant ist, ist die Frage, wie sicher ist unser Pensionssystem? Es ist von verschiedensten Seiten Zweifel daran geäußert worden, dass dieses System speziell für die Zeit nach 2010 überhaupt finanzierbar ist. Dieser Vorwurf ist besonders von Ihrer Partei gekommen, Frau Dr. Schmidt. So ist es. Im Übrigen, das ist, weil der Vizekanzler eingangs gesagt hat, man müsste die Dinge mit den Augen der Kinder sehen. Das Pensionssystem ist genau dieses Thema. Das ist nämlich nicht ein Thema der Seniorenpolitik, sondern das ist ein Thema der Jugendpolitik und der Kinderpolitik. Und hier verstehe ich überhaupt nicht, dass Sie, das für mich war es besonders skurril, dass an einem Tag die Experten in St. Wolfgang tagen und feststellen, dass dieses System nicht mehr finanzierbar ist. Und der Herr Bundeskanzler gibt ein paar Kilometer weiter weg eine Pressekonferenz und sagt, alles ist wunderbar und wir brauchen jetzt und schon gar nicht in der nächsten Legislaturperiode irgendeine Pensionsänderung. Sie wissen, dass die Liberalen, irgendeine Reform, dass die Liberalen das Grundkonzept einer Grundsicherung entwickelt haben, wobei wir der Auffassung sind, dass diese Grundsicherung ein Instrumentarium ist, das für alle Alterssituationen notwendig ist. Ich glaube nur, und das ist mir schon klar, dass das nur schrittweise eingeführt werden kann. Und ich halte den ersten Schritt, nämlich bei der Alterssicherung, für den wichtigsten, jetzt einmal in einem ersten Schritt. Das heißt, umzusteigen, dass wir eine steuerfinanzierte, und das ist das Wesen daran, eine steuerfinanzierte Grundsicherung haben. Wenn ich mir vorstelle, wie viel jetzt schon an Pensionszuschüssen bezahlt wird, ist das ja nicht einmal eine so große Veränderung im budgetären Zuschuss. Dazu entwickeln, dass eben in eine Erwerbspension auch erworben werden kann durch Einzahlungen. Und das Dritte halte ich für sehr vernünftig, dass hier der Staat Anreize gibt. Und das Gegenteil ist ja bislang passiert. Das ist ja lächerlich, was man hier abschreiben kann. Steuerliche Anreize gibt, damit die Menschen auch eine Eigenvorsorge noch dazugeben können. Das ist etwas, was für mich nichts Zwingendes ist, diese dritte Absicherung, aber eine, die sinnvoll ist für den Einzelnen und für die Einzelne. Und einen derartigen Umstieg in der Pensionsreform zu machen, haben Sie bislang verabsäumt. Die Argumente dafür sind mir nicht einsichtig. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie künftig, mir fehlt derweil der Glaube, weil ich wüsste nicht, warum jetzt alles anders werden soll, dass Sie künftig sich auch mit Argumenten anderer auseinandersetzen wollen, dann sehe ich, dass wir nach dem 3. Oktober gleich wieder einen Antrag einbringen können, Umstieg in der Pensionsreform. Und wir führen erstens das Grundsicherungsmodell ein, schaffen die Voraussetzungen, dass eine Erwerbspension dazukommen kann. Und Sie machen jene Vorschläge, beziehungsweise wir machen die Vorschläge und wir beschließen das gemeinsam im Parlament, dass es dann auch noch Anreize gibt, dass man für die Eigenvorsorge auch tatsächlich vorsorgen kann, in die Lage versetzt wird durch steuerliche Abschreibmöglichkeiten. Bevor Sie jetzt antworten, Herr Bundeskanzler, ich würde nur gern aus inhaltlichen Gründen, weil die Grünen ja auch aufbauen auf einem Grundsicherungsmodell, den Herrn Professor kurz noch dazu zu Wort kommen lassen, ehe dann die Antwort auf Frau Dr. Schmidt und bei das Grundsicherungsmodell, damit man das weiß, für alle gleich ist. Und wir haben das gerechnet jetzt einmal mit 8.000 Schilling. Ich glaube auch, dass das ein Betrag ist, der ungefähr in der Dimension ist, wie das sowohl finanzierbar ist, als auch gerade noch eben eine unterste Ebene. Und auf das würden alle anderen drauf gesetzt werden, alle anderen Bausteine.
Wo liegen die Unterschiede zu Ihrem Modell, Herr Professor? In der Altersversorgung sind wir uns verdammt ähnlich, stelle ich immer fest. Ja? Auch wir verlangen eine Grundpension für alle, unabhängig von der Erwerbsbiografie. Das heißt, unabhängig von den Arbeitszeiten, Erwerbszeiten und so weiter. Und das ist leider bei der letzten Pensionsreform versäumt worden von der SPÖ und der ÖVP. Es gibt ja in Österreich keine Mindestpension. Man kann in Österreich durchaus in die Situation kommen, überhaupt keinen Pensionsanspruch zu haben oder nur einen Pensionsanspruch über den Partner, über den Ehemann in der Regel. Und das heißt, in Zahlen ausgedrückt, dass rund 300.000 Frauen, wenn ich mich nicht irre, oder 350.000 Frauen, keinen eigenen Pensionsanspruch haben. 400.000 keinen eigenen Pensionsanspruch haben und davon wieder 200.000 nicht einmal den Anspruch, den indirekten Anspruch über den Mann, auf dem man ja, was einem ja auch nicht unmittelbar hilft in der, im Leben. Also das ist das eine, dass es unbedingt für Leute, die ins Pensionsleben kommen, mit 60, 65, eine Mindestpension, eine Mindestabsicherung braucht. Insbesondere zugunsten der Frauen. Was mir auch noch aufgefallen ist in letzter Zeit ist, das geht auch an Sie, Herr Dr. Schüssel, es gibt im Sozialversicherungssystem und auch bei den Pensionen ganz eigenartige Effekte, dass man Leute hindert, auch wenn sie ganz wenig geringe Einkommen haben, etwas dazu zu verdienen. Ein Beispiel aus der Steiermark, ich übernachte bei einem Bauern und er erzählt mir, naja, er darf nur 5 Betten haben, ein Ausgleichszulagenrentner übrigens, also mit einer minimalen Pension, weil wehe, er hätte 7 Betten, dann wird ihm anteilsmäßig alles, also die Ausgleichszulage gestrichen und womöglich von der Pension auch noch was. Das heißt jetzt im ökonomischen Jargon, dann gebe ich schon eine Ruhe, der hat einen Grenzsteuersatz von über 100%. Unser Eins hat einen Grenzsteuersatz von 50% maximal. Aber der arme Kerl darf, obwohl er so ein geringes Einkommen hat, der kommt nicht über 7.000, 8.000 Schilling im Monat. Der darf nicht ein zusätzliches Bett haben, weil ihm sonst die Ausgleichszulage gestrichen wird. Also das finde ich unerhört eigentlich. Ich habe das nicht gewusst, bis sie da unten war in der Steiermark im Rahmen des Wahlkampfs übrigens. Der Herr Vizekanzler war jetzt direkt angesprochen. Seine Vorteile. Also ich schlage vor, dass der Herr Vizekanzler jetzt mal antwortet und dann der Herr Bundeskanzler. Nur einen Satz noch, einen Satz. Das Wesentliche in der kommenden Legislaturperiode wird sein, dass wir den 30-Jährigen eine Perspektive geben. Was wird jetzt sein? Worauf haben Sie sich einzustellen? Abgesehen von diesen Problemen bei den untersten Einkommen jetzt schon. Ja, ein Satz dazu. Wir waren nie Freunde der Ruhensbestimmungen, bitte. Wir haben immer wieder versucht, das aufzulockern und haben immer wieder versucht, hier aufzumachen. Und Sie haben vollkommen recht. Übrigens bei dieser 5-Betten-Grenze, das hat auch noch einen anderen Hintergrund. Das ist immer der andere Schuld, ich verstehe nein, das nein, nicht. Das ist ein parteienübergreifender Konsens das derer. Sie waren dagegen, dass der Bauer das ist ein parteienübergreifender Konsens derer, die ich ganz gerne die Sozialbastler nenne. Die so also in das ASVG machen, die das GSBVG machen, die Bauernversicherung machen. Und die natürlich versuchen, dieses sehr fein gesponnene System, das ist an sich ein gutes Netz für Österreich, das möglichst zu erhalten. Aber ich bin absolut dafür, dass man hier aufmacht. Ich würde nur gerne dann später noch zu diesem Punkt was sagen. Gut, Herr Bundeskanzler, bitte. Frau Hopfmüller, ich möchte eingangs etwas sagen, was Sie auch angesprochen haben, dass jetzt nämlich in dieser Phase des Wahlkampfes durch verschiedenste Äußerungen, die zufällig bei einer Tagung der privaten Pensionsversicherer stattgefunden haben, bei einer Missinterpretation des Professor Rürup, die er dann hier in der SIP 2 wieder korrigiert hat, durch Interpretation einer alten Studie, plötzlich viele hunderttausende Menschen in unserem Lande wieder verunsichert werden. Und daher muss ich sehr klar und deutlich, und das sollten wir gemeinsam tun hier, sehr klar und deutlich eines sagen, dass die Pensionen, die Durchschnittspensionen in unserem Lande und die Pensionen, die die älteren Menschen schon haben, die Pensionistinnen und Pensionisten, dass die nicht gekürzt werden, dass die nicht angegriffen werden, dass die im Gegenteil Jahr für Jahr valorisiert werden sollen. Das muss gemeinsamer Konsens sein. Weil ich da Pensionsmodelle höre, zum Beispiel von der FPÖ, also so eine Art Allgemeinpension, und dann gibt es ein verpflichtendes zweites Bein, wo die Abfertigung dafür genommen werden muss. Also eine Leistung, die heute sozialrechtlich die arbeitenden Menschen in unserem Lande haben und ähnliches mehr. Also wir gehen davon aus, und das sagen uns im Wesentlichen die Experten, dass diese Pensionsreform, die die Bundesregierung vor 1,5 Jahren gemacht hat, die noch gar nicht zu wirken begonnen hat,
für die Durchschnittspension in unserem Lande gesichert ist. Wir haben darüber hinaus ein zweites. Wissen Sie, was das größte Problem ist? Und das sagt auch der Professor Rürup für die Pensionen. Dass wir Arbeit haben für die Menschen. Wir haben kein demografisches Problem. Hat Rürup vor zwei Tagen hier in der ZIP 2 gesagt. Wir haben kein demografisches Problem. Na, schauen Sie bitte nach. Wir haben kein demografisches Problem. Wir haben ein Problem der sogenannten Frühpensionen, weil ältere Menschen kaum eine Chance haben am Arbeitsmarkt. Sie müssen das ja erleben. Darum ist das wichtigste Thema Arbeit für die Menschen. Und damit können wir auch eine Durchschnittspension in unserem Lande durch das Generationenverfahren, durch das Umlageprinzip sichern. Zweitens, und da bin ich sofort mit Ihnen einverstanden, höhere Pensionen sollen durch das zweite Bein der Betriebspension abgesichert werden. Da kann man auch freiwillig, wenn man will, zum Beispiel Abfertigungsmodelle dafür verwenden. Und drittens, das private Modell, das wir jetzt in der Steuerreform ja auch begünstigt haben. Aber nicht in einer Form, Frau Dr. Schmidt, da entscheidet sich eben von uns. Nicht in einer Form, wie Sie es vorschlagen würden, als Steuerfreibetrag, der die Reichen begünstigt, sondern in einer Form der Prämie, der für die kleineren Menschen in unserem Lande genau den gleichen Betrag bringt wie für die Reichen. So haben wir es in der Steuerreform vereinbart. Also ja zu diesen drei Säulen, also eine Betriebspension, wenn das geht. Zweitens eine private Vorsorge durch ein Prämienmodell, aber nicht in einer Form, wie es nur den Reichen hilft. Und eine Durchschnittspension, die für die jungen Menschen auch in unserem Lande und für die Älteren durch diesen Generationenvertrag gesichert ist. Das können wir mit ruhigem Gewissen auch sagen. Das haben uns auch die Pensionsexperten Rürup und Ähnliches bestätigt. Vizekanzler und ich haben das gemeinsam vor eineinhalb Jahren festgestellt. Aber ja, zu diesen zwei anderen Säulen auch. Und überhaupt kein Verunsichern bitte für die 1,6 Millionen älteren Menschen in unserem Lande. Jetzt war der Dr. Haider angesprochen und dann der Herr Vizekanzler, bitte. Ja. Herr Bundeskanzler, Ihnen ist schon bewusst, dass das Sprichwort gilt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Sie haben zwar jetzt von der Pensionssicherheit gesprochen, aber Sie waren als Finanzminister und als Bundeskanzler wesentlich daran beteiligt, dass man den Pensionisten massive Einbußen zugemutet hat, auch den unteren Pensionen im Zuge des Sparpaketes. Und das ist sozusagen Ihre Sanierungsstrategie, wo Sie sich dann wieder ein paar Jahre mit dem Pensionssystem über die Runden retten. Wenn ich mir das anschaue, ich habe da also eine Pension, die gar nicht so schlecht ist, nicht? 14.000 Schilling ist nicht so schlecht. Die hat vor dem Sparpaket, hat also der Betroffene eine Steuer von 1.535 im Monat gezahlt. Dann ist Ihr Sparpaket gekommen, dann hat er 2.015 Schillinge plötzlich Lohnsteuer gezahlt. Das heißt um ein Drittel mehr, 30% Steigerung der Lohnsteuer für einen relativ kleinen Pensionisten. Und jetzt hat man trotz Anpassung, von der Sie reden, Fixbetrag und so schöne Anpassung, hat er noch immer mit einem Nettobetrag von 13.800 Schilling weniger, als er vor dem Sparpaket gehabt hat. Ja? Das heißt also, Sie haben auf Jahre hinaus gerade diese Generation abgeräumt, die ja angeblich so zu schützen ist. Dr. Heide, ich habe Sie nicht unterbrochen. Wirklich? Und das ist, glaube ich, nicht fair, wenn Sie schon beim Fair sind, jetzt so zu tun, als würden Sie da der große Hüter der Pensionen sein. Sie waren der Erste, der als Finanzminister und Bundeskanzler es gewagt hat, wirklich die Pensionen anzugreifen und damit auch kein Problem gelöst hat. Denn jetzt zu sagen, wir haben kein demografisches Problem, das wird Ihnen der Herr Rürup sicher nicht gesagt haben. Ja. Wir haben ab dem Jahre 2010, verehrtester Herr Bundeskanzler, natürlich ein demografisches Problem, weil sich hier die Relation zwischen aktiv Erwerbstätigen und Pensionisten gewaltiglich zu verschieben beginnt. Das heißt, es kommen dann auf 1,4 Arbeitnehmer, kommt ein Pensionist, der zu finanzieren ist. Wenn im Schnitt heute, das darf ich jetzt einmal so sagen, im Schnitt heute ein Arbeitnehmer 3.000 Schilling Pensionsbeitrag zahlt, der Dienstgeber einen gleichwertigen dazu, 6.000 Schilling, wissen Sie, was da rauskommt? Da kommen dann Pensionen von 5.800 Schilling heraus, wenn Sie glauben, das noch mit dem jetzigen System finanzieren zu können. Und deshalb habe ich schon gemerkt, Sie kratzen da die Kurven und sagen, ich bin auch für ein Drei-Säulen-Modell jetzt auf einmal, das Sie aber angeblich bei uns so bekämpfen. Für irgendwas müssen Sie sich also einmal entscheiden. Das jetzige System, das Sie hier angeblich als unantastbar sehen, wird nur dann unantastbar bleiben können für die Personen, die jetzt in Pension sind, wenn Sie bereit sind,
hier eine verfassungsrechtliche Garantie zu geben. Das? Ja. Festschreibung der Ungerechtigkeit. Nein, nein, nicht der Ungerechtigkeit. Also jemand, der als ASVG-Versicherter im Schnitt weniger als 10.000 Schilling bekommt, Frau Dr. Schmidt, das sind keine großen Pensionen. Die sind festzuschreiben. Und zwar deshalb, weil auf der anderen Seite, all jene, die im geschützten Bereich leben, die Staatsfunktionäre und die leitenden Angestellten, etwa der Arbeiterkammer, ich habe es schon einmal zitiert, sich Sonderpensionen zuordnen. Und zwar mit dem Geld, mit den Zwangsbeiträgen der kleinen Leute, der Arbeiter, der Angestellten. Verzeihung, Herr Dr. Heider, das ist bis heute nicht da. Verzeihung, da muss ich jetzt eingreifen. Verzeihung, die Arbeiterkammer hat mitgeteilt, die Klage ist am Dienstag eingebracht. Also, so ist es. Die Klage ist bis heute nicht da. Das ist zugestellt wird ja vom Gericht. Das ist die Frage, ob sie es überhaupt schon zur Post gebracht haben. Aber ich stelle einmal fest, dass der Kammeramtsdirektor von Vorarlberg in den Medien festgestellt hat, dass die Pflichtbeiträge, die Zwangsbeiträge der Arbeiter und Angestellten sehr wohl in dieses neue Sonderpensionsrecht für Funktionäre und leitende Angestellte eingeflossen sind. Herr Dr. Heider, die Arbeiterkammer stellt es anders dar und sagt, das stimmt alles nicht. Und ich bin jetzt ganz autoritär und erteile dem Herrn Vizekanzler das Wort, weil Die Funktionäre, die dieses System sichern sollen, die machen sich selbst ein Sonderpensionsrecht, weil sie auf die staatliche Pension nicht mehr vertrauen. Moment, Herr Heider, Sie haben einen Brief an alle Pensionisten geschrieben und den Brief finde ich ungeheuerlich. Da steht drinnen, offenbar planen SPÖ und ÖVP nach der Wahl weitere massive Kürzungen ihrer Pension. Nein, das ist unanständig. So ein Brief ist absolut unanständig, wenige Tage vor der Wahl Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, zu verunsichern. Niemand von uns plant Eingriffe in bestehende Pensionen. Damit das klar gesagt wird, das wird vor der Wahl gesagt, wird nach der Wahl so eingehalten. Das ist wirklich ein zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Genauso unanständig ist aber auch bitte ein Interview der amtierenden Sozialministerin in einer Broschüre, die ausgeschickt wurde von der SPÖ, unsere Generation. Ich habe das selber bekommen in dieser Woche, wo drinnen steht... Sie Pensionist. Entschuldigen Sie, ich habe es halt in den Postkasten hineinbekommen, durch welche Tücke auch immer. Aber es ist ja nicht uninteressant, wie der Koalitionspartner eigentlich über den anderen Koalitionspartner redet. Es ist ein Interview-Hostage, was mich sehr gewundert hat. Wenn es nach Schwarz-Blau ginge, wobei ich nicht verstehe, wieso wir da auf einmal in das Pensionsmodell der Freiheitlichen hineingeworfen werden, hätten die Österreicher plötzlich statt durchschnittlich 15.000 Schilling nur noch 8.000 Schilling auf dem Pensionskonto. Das ist genauso unanständig wie der Heider-Brief. Ist genau die gleiche Verunsicherung, aber nicht meiner, bitte. Aber nicht meiner. Ich möchte da sehr groß darauf Wert legen, dass auch in einem harten Wahlkampf differenziert wird. Ich bin dafür immer eingetreten, der älteren Generation sichere Pensionen zu garantieren. Dabei bleibt's. Und ich bin nicht dafür, dass man Angst macht. Das Modell, das allerdings Heider empfiehlt, das Schweizer Pensionsmodell, muss man natürlich auch unter die Lupe nehmen. Das heißt, dass die Mindestpension in der Schweiz 7.500, in Österreich Mindestausgleichszulagen, Richtsatz 8.000 Schilling. Höchstpension in der Schweiz die Hälfte, 14.600, in Österreich 29.700. Die Nettoersatzrate in der Schweiz 50%, in Österreich im Durchschnitt 77%. Plus Pensionskasse, die betriebliche Pensionskasse, 60% verglichen mit 77% in Österreich. Pensionsantrittsalter in der Schweiz höher, nämlich 65% für Männer, 65 Jahre für Männer und für Frauen ab 2005 auch 65. Bei uns sehr unterschiedlich tatsächlich und so weiter. Und der Bundeszuschuss ist in Österreich natürlich weitaus höher. Wir zahlen 23,4%, die Schweiz 20%. Und richtig ist, die Schweiz hat ein sehr attraktives Zusatzmodell für Eigenvorsorge bis 50.000 Schilling. Das wäre etwa bei uns etwa die Höchstbemessungsgrundlage. Und da sollte man schon, drüber nachdenken. Aber in welcher Form, Frau Dr. Schmidt? Okay, aber man könnte versuchen, wir haben einen Minischritt gemacht, Magister Klima. Wir haben eigentlich jetzt einmal einen Einstieg gemacht und den sollte man ausbauen. Und der zweite Punkt, das war interessant, was Sie nämlich gesagt haben, mit der Betriebspension. Zum ersten Mal, und das freut mich sehr, wird da eigentlich eröffnet die Möglichkeit, dass man die Abfertigung wahlweise, wenn man gekündigt wird, das ist nie so gesagt worden. Kann man ja heute schon machen.
Nein, aber nicht, ja, aber das entschuldige, sicher, der aber Witz, nicht mein Aufwertungsbetrag. Ja, aber der Witz ist natürlich, wenn das schon regelmäßig eingezahlt wird. Verpflichtend machen. Nein, die ich will es aber von Anfang an einbringen. Ich will es aber veranlagen in einer Pensionskasse. Und das bringt gerade, letzter Satz, und das bringt vor allem für kleine Einkommensbezieher ungeheure Vorteile. Ein Verkäufer, der mit 15 Jahren zu arbeiten beginnt, würde bei diesem Modell Abfertigung neu, wo der Betrieb regelmäßig eine kleine Summe einzahlt, am Ende seines Berufslebens entweder 1,5 Millionen Schilling oder eine Zusatzpension von über 8.000 Schilling pro Monat bekommen. Nein, das kann er nicht, weil er hat ja darauf keinen Anspruch. Und das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt. Das wäre nämlich die Antwort für die Jungen. Wir garantieren die bestehenden Pensionen, vorausgesetzt wir haben eine stabile Wirtschaft. Und die schaut gut aus, Arbeitsplätze. Und wir haben genug Junge, die einsteigen in den Generationenvertrag. Das sind die zwei Garantien, die man eigentlich braucht, damit es wirklich klappt. Ich mache jetzt mal ganz autoritär eine Unterbrechung, um auf Folgendes aufmerksam zu machen. Bevor wir zu dem Thema, wie soll es mit der Regierung nach dem 3. Oktober weitergehen, noch ein weiteres Thema anschneiden sollen, dann müssen wir das jetzt schnell machen, weil es sich sonst mit der Zeit nicht mehr ausgeht. Also bitte einen, der Herr Van der Bellen darf jetzt noch einen Satz dazu sagen, dann darf der Herr Bundeskanzler auf die... das Pensionsthema nicht so stehen lassen. Ich habe eine klare Frage gestellt, möglich ist, dass Ausgleichszulagepensionisten gehindert werden, was dazu zu verdienen. Einerseits gibt ihnen der Staat nicht mehr Geld, weil er anscheinend keins hat. Andererseits lässt man nicht zu, dass sie über den Markt etwas dazu verdienen. Das möchte ich gern wissen, wie das möglich ist, dass das nicht gegangen ist oder nicht geht. Das Zweite ist, ich bin nicht zufrieden mit dieser Art von Pensionsvision, die SPÖ und ÖVP hier vorschlagen. Am Arbeitsmarkt sehen Sie doch deutlich, dass, ob man das jetzt wünscht oder nicht, wir wünschen das nicht, aber Sie sehen deutlich, dass die geringfügig Beschäftigten und die Teilzeitbeschäftigten zunehmen. Das heißt, es wird immer leichter möglich in Zukunft, dass die 15 Jahre Mindestzeit für die ASVG-Pensionen nicht erreicht werden. Wieso? Ja, weil die Geringfügige haben doch einen Pensionsanspruch. Ja, schon, aber die Zeit niedriger werden. Sie können, das haben ja die Holländer gezeigt, wenn sie schon am Arbeitsmarkt mehr flexibilisieren. Darf ich Hagert noch mal den Satz fertig reden? Wenn Sie schon am Arbeitsmarkt flexibilisieren, dann müssen Sie gleichzeitig im Sozialversicherungssystem was machen. Und die Niederländer haben eine Grundpension eingeführt. Ich glaube, das ist einfach notwendig angesichts dieser Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Und im Übrigen zur Betriebspension kann ich nur warnen, die Zuseher und Zuseherinnen. Ich finde es sehr vernünftig, sich privat, wenn es irgendwie geht, finanziell abzusichern. Aber eine reine Betriebspension, da kann ich nur raten, auch nicht zusätzlich. Da muss das Risiko gestreut werden. Da gehe ich in eine Pensionskasse oder in ein Fondsmodell. Betriebspension ist was anderes, tut mir leid. Da zahlt die ÖMV oder sonst die Firma XY eine Pension. Eine kurze Frage, eine Replik vom Herrn Bundeskanzler, eine Replik vom Herrn Dr. Heller. Nämlich, bitte. Das könnte vielleicht schon die Frage beantworten, weil Sie jetzt so tun, als wäre Ihnen das völlig neu, dass man nichts dazu verdienen darf. Und das gilt ja nicht nur für jenen Ausgleichszulagenrentner, sondern das gilt eben für sehr viele Sozialleistungen. Nichts. Bis hin zur Arbeitslosenversicherung, da gibt es kaum Spielraum. Und ich halte das für leistungsfeindlich und auch für eine falsche Botschaft an die Menschen. Wenn Sie jetzt sagen, aufgeschrieben, das klingt wunderbar, wer weiß, wie lange wir uns das merken, sind Sie jetzt bereit zu sagen, das empfinden Sie als unrichtig, dieses werden Sie, sollten Sie in der Lage dazu sein, jedenfalls Ihre Partei wird das sein, mit einer Mehrheit im Parlament, jedenfalls als stärkste Partei, nehme ich doch an, werden Sie dieses ändern. Und der zweite Punkt, sind Sie bereit, ein Grundsicherungsmodell als ersten Schritt in der Alterssicherung einzuführen? So, bitte eine kurze Replik. Klare Antwort darauf, man kann heute schon was dazu verdienen. Es geht um eine Anpassung und Erhöhung und Flexibilität bei den Grenzen. Also es ist nicht richtig, dass man nichts dazu verdienen kann. Ein zweiter Punkt dazu. Grundsicherung gefällt mir deswegen nicht, weil zum Beispiel auch für Menschen, die nichts gearbeitet haben, die Grundsicherung zur Verfügung gestellt wird. Das finde ich nicht in Ordnung.
Dritter Punkt, und das sehr klar und deutlich, Herr van der Bellen, auch für jene, die geringfügig beschäftigt sind und Teilzeit haben, gibt es die Pensionsjahre ungekürzt, unverändert. Das ist anders in Österreich als in den Niederlanden. Und vierter Punkt, und das ist mir das Entscheidende, wirklich noch einmal. Herr Dr. Haider, verunsichern Sie bitte nicht die Pensionisten. Sie haben einen Brief geschrieben, Sie haben schon gekürzt. Der Herr Finanzminister schon nachgewiesen hat in der Diskussion, dass Sie an fünf Punkten die Unwahrheit hineingeschrieben haben. Sie verunsichern die Pensionisten. Sie nehmen verpflichtend den Arbeitnehmern die Abfertigungsansprüche weg in unserem Lande. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, das Pensionssystem ist für die Durchschnittspension zu sichern, durch Arbeitsplätze, auch Arbeit für ältere Arbeitnehmer. Zusätzlich soll es eine Betriebspensionskasse geben. Betriebspensionskasse geben, richtig. Und zusätzlich die Möglichkeit für Höherverdienende, aber für alle gleich, nicht für die Reicheren besser, die Möglichkeit dieser Prämie. Ich glaube, das ist ein gutes Modell. Sie haben einen ordentlichen Redezeitvorsprung. Jetzt darf der Dr. Haider noch seine Replik machen und dann... Ich mache nur darauf aufmerksam, wenn wir noch ein wichtiges Thema, nämlich das Thema Sicherheit, anschneiden wollen, dann bitte wirklich knapp. Ich möchte nur die Redlichkeit des Dr. Schüssel einfordern, die er selber haben will. Wir reden nicht von der Kopie des Schweizer Modells, sondern wir reden von einem Drei-Säulen-Modell, nach Schweizer Muster im Sinne des Übergangs, das steht drinnen bei uns. Und dieser Übergang ist in 10 bis 15 Jahren zu organisieren und das hat die Schweiz gut geschafft. Und das Zweite, was wir von der Schweiz kopieren wollen, ist die Grundpension. Diese Grundpension als erste Säule, das ist die staatliche Säule, darf ich noch einmal festhalten, ist in der Schweiz ohne Höchstbeitragsgrundlage von allen zu bezahlen mit etwa 10-11%. Und da kommen dann Grundsicherungen, Grundpensionen heraus, die wesentlich besser sind als heute. Nämlich von 11.000, 12.000 Schilling. Und das sollten Sie sich einmal wirklich anschauen. Besser als bei uns? Ja. Na bitte, wirklich. Ja. Sie können ja sagen, es stimmt nicht. Aber das ist der Punkt. Und dem Bundeskanzler sage ich jetzt, mit seiner Abfertigungsgeschichte, überlegen Sie einmal, welcher Vorteil es hat, wenn der Mitarbeiter seinen Abfertigungsanspruch wie einen Rucksack in eine jeweilige zweite Säule eines Pensionssystems mitnehmen kann. Sie vergessen, dass es jetzt keine Abfertigung bei Selbstkündigung gibt. Das kann er ja freiwillig, aber Sie wollen es zwanghaft wegnehmen. Lassen Sie mir einmal. Keiner will da zwanghaft wegnehmen, sondern er geht mit einem Rucksack und hat auch bei Selbstkündigung, und es ist interessant, dass Sie als Sozialdemokrat was dagegen haben, dass einer bei Selbstkündigung einen Abfertigungsanspruch für seine Pensionssäule mitnehmen darf. Und das ist eine unwahrscheinliche Offenbarung, die Sie jetzt gemacht haben. So, jetzt ist der Herr Vizekanzler am Wort. Ein Punkt, der nämlich nicht uninteressant wäre, wenn wir da zum Beispiel auch noch einen Konsens zustande brächten. So auch? Ja, wenn wir einen schon gehabt haben. Wir haben ein, zwei schon beim ganz interessante. Waren wir schon auf einem Konsens. Einige haben zu Recht die Frage aufgeworfen, wie ist das mit den Frauen? Und da ist wirklich ein Problem. Diese sogenannten Trümmerfrauen, die nach dem Krieg eigentlich Österreich aufgebaut haben, die haben ja teilweise, wenn die Kinder vor dem 1. Jänner 56 geboren worden sind, nicht einmal Ersatzzeiten. Die sind natürlich alle schon in Pension und haben zum Teil lächerlich geringe Pensionen. Und zum Teil haben eben Hausfrauen, die zu Hause geblieben sind und Kinder aufgezogen haben und damit die 15 eigenen Versicherungsjahre nicht zusammengebracht haben, die fallen auch durch den Rost und sind eigentlich nur mehr vom Wohlwollen des Partners abhängig. Wenn er sie nicht scheiden lässt, fein. Wenn er sie scheiden lässt, haben sie maximal ein Drittel seiner Pension. Den Rest können sie sich dann vom Sozialhilfereferat ihrer Gemeinde abholen als Bettlerinnen. Und das ist schon, ob man nicht wirklich überlegen könnte, die Zeiten der Kindererziehung als Pensionsbegründung vorzusehen. Denn das ist eine Leistung für die Gesellschaft, überhaupt keine Frage. Und warum soll man das immer nur als Ersatzzeiten konstruieren? Ich glaube, die Zeit ist reif, das als Pensionsbegründungszeiten zu machen. Das kostet nicht wahnsinnig viel, etwa 1,5 Milliarden Schilling, und wäre nach meiner Überzeugung absolut wichtig. Aber ich glaube, das muss man schon bewusst sein, dass diese Regelung bisher von Ihnen abgelehnt wurde. Nein, es gibt eine Reihe von parlamentarischen Initiativen in der letzten Periode, nachweisbar, wo die ÖVP gegen die nicht Ersatzzeitenregelung, sondern die Anerkennung als Pensionszeiten. Und das ist ja unsere Überlegung mit dem Kinderscheck.
dass die Frauen mit diesen 5.700 Schilling auch Pensionszeiten ankaufen können. Nein, verstehen bitte, wenn wir, jetzt, ja, wenn, wir jetzt, wenn jetzt jeder... Die Frage ist nur, wenn jeder ist ja gebunden, bitte an Finanzgeschäft. Die Frage ist, ob wir hier einen Konsens kriegen. Wir haben das in unserem Programm drinnen. Wir würden absolut dafür sein. Ja, was die Trümmerfrauen betrifft, aber nicht nur, was Kinderzeiten betrifft. Da gibt es ja, Frauen haben ein Recht auf einen eigenen Anspruch. Und sie wollen nur dann etwas geben, wenn die Frau sich nach ihrem Lebensmodell orientiert. Nein, und das selbstverständlich, wer um nichts erzieht, anderes geht. Eben, das ist ihr Lebensmodell. Und das ist noch dazu ein Aufwand, ein bürokratischer. Eine Grundsicherung, die auch deswegen unserer Meinung nach notwendig ist, weil die Erwerbsverläufe einfach, ob Frau oder Mann, aber bei der Frau noch viel ärger, jedenfalls so sind, dass sie Unterbrechungen haben. Das wissen wir doch alle, dass die Arbeitswelt in einem Umbruch begriffen ist. Das heißt, der soziale Zusammenhalt dieser Gesellschaft kann nur gesichert werden, wenn ich unabhängig von diesen Unterbrechungen jedenfalls mich auf eine Grundsicherung verlassen kann. Und dass die Frau nicht betteln gehen muss, dass die Frau nicht sagen muss, okay, dann muss ich halt heiraten, damit ich mich wohlverhalten habe und nachher habe ich einen Anspruch und ähnlichen mehr. Oder Kinder kriegen oder ähnliches. Das hat mit den Kindern etwas zu tun. Entschuldigen Sie, jetzt muss ich wieder einmal ganz autoritär unter... an eine ganz bestimmte Lebensform, die Sie privilegieren. Wollen. Aber gar aber nicht an die Selbstständigkeit aber des Menschen. Wenn jeden Fall jeder sollten was für Frauen tun, die denken an das Wohl der Kinder, sonst gar nichts. Wir sollten auch was für Frauen tun, natürlich, die Trümmerfrauen, da bin ich sehr dafür. Gut, das ist aber ein wichtiger Punkt. Ganz wesentlich, aber Frau Dr. Schmidt, fangen wir nicht immer die Diskussion mit dem Grundsicherungsmodell ab. Die ist schon ausdiskutiert, sie ist nicht finanzierbar. Man kann nicht für Menschen, die nicht arbeiten wollen, 8.000 Schilling im Monat zahlen. Das ist das, was Sie wollen. Menschen, die nicht arbeiten, 8.000 Schilling geben im Monat. Herr Bundeskanzler, ich möchte, dass möglichst viele Menschen am Erwerbsleben auch teilhaben. Ja? Aber wir beide wissen ganz genau, dass das für die Zukunft mit einer Vollerwerbsarbeitszeit für alle Menschen nicht möglich sein wird. Und Sie streuen den Menschen Sand in die Augen. Und ich möchte Sie nicht zu Bittstellern machen, dass diejenigen, die eben nicht einen vollen Erwerbsanspruch dann haben, beziehungsweise einen Pensionsanspruch haben, betteln gehen müssen. Frau und Dr. sagen müssen, bitte, ich kriege auch was. Und ich will Ihnen einen Rechtsanspruch geben. Das ist, ja das ist eine Frage des Menschenbildes. Also, wir sind jetzt wirklich sehr im Diffusen. Und wichtig ist, bestehende Pensionen bleiben wollen. Ich plädiere jetzt wirklich intensiv an dieser Stelle eine Zäsur zu setzen. Es wird sich wirklich nicht mehr auf einen konkreten Punkt diskutieren. Ich finde es trotzdem toll, dass wir jetzt von den zwei Regierungsparteien eine Zusage haben, dass man bei den Trümmerfrauen etwas machen soll. Das ist jener Brief, den der Herr Schüssel als unanständig bezeichnet hat von mir, wo das Thema der Trümmerfrauen aufgeworfen wird. Der jetzt kommt er daher, nachdem er 13 Jahre lang in einer Koalition ist, 13 Jahre lang das alles verweigert hat, entdeckt er plötzlich die Mütter, denen er Erziehungszeiten geben will. Und jetzt entdeckt er plötzlich die Trümmerfrau. Also das begreifen die Wähler auch. Wir haben noch im Prinzip eine halbe Stunde Sendezeit. Trotzdem muss man das sagen, weil das kann nicht so sein. 13 Jahre wird also alles abgelehnt in der Richtung. Und jetzt kommt er daher und sagt, das machen wir in der nächsten Zeit. Sie verunsichern die Menschen und sagen, es drohen massive Kürzungen nach der Wahl. Das ist eine Lüge. Ihr habt es ja gemacht. Ihr habt ja ein Sparpaket gemacht. Ihr habt das letzte Mal versprochen, die Pensionen werden gesichert. Das war sozusagen die Pensionslüge der rot-schwarzen Regierung. Nachgewiesen worden, dass wer hat es gekürzt? Sie haben bisher die Pensionen gekürzt, nicht wir. Jetzt sind Sie nicht so nervös. Sie haben die Pensionen gekürzt, nicht wir. Also angesichts der Tatsache, dass jetzt jeder noch ganz viel jeweils einen Satz dazu sagen musste, ist unsere Zeit wirklich schon sehr fortgeschritten. Und ich würde vorschlagen, dass wir an diesem Punkt tatsächlich dazu übergehen, zu diskutieren, in welcher Konstellation nach dem 3. Oktober tatsächlich Österreich regiert werden soll. Ich würde da gerne anknüpfen an das, was der Herr Bundeskanzler heute auf den Tisch gelegt hat, nämlich das Modell einer Mehrparteienregierung. Es kam im Vorfeld in der letzten Zeit Ihr Vorschlag des Kabinetts der besten Köpfe. Heute war es eine Mehrparteienregierung, sprich eine Regierungszusammenarbeit mit allen Parteien außer der Freiheitlichen Partei. Ist das ein Modell, das tatsächlich praktikabel ist? Darf ich vorher fragen, also Sicherheitspolitik, die wir kurz einfach mit einer Abfrage erledigen könnten, wollten Sie nicht mehr? Okay. Es wird sich nicht ausgehen, wenn ich mir jetzt angehört habe, wie jeder noch einen... viel noch mehr interessiert sind noch als einen an Satz Sandkastenspielereien über Regierungsformen. Ich glaube, dass die Leute sehr intensiv daran interessiert sind, zu sehen, wer mit wem... Wofür steht? Wer das wäre es doch. Ja, aber das kommt ja durchaus heraus. Also dann, das kommt ja durchaus heraus. Aber wir hätten auch kein Problem, einen kurzen Word-Rap zur Sicherheit.
Kein Problem damit. Gut, machen wir aber wirklich einen kurzen Word-Rap zur Sicherheit. Jeder eine Minute. Jeder soll eine Minute sagen, was er sich denkt. Ich sage aber erstens. Also, wenn. Wenn na, also jetzt. Da fangen wir bei Herrn van der Bellen an. Da wird man so. Oh ja. Ja. Wer ist jetzt der Diskussionsleiter? Ja, darf ich bitte eine die Diskussion trotzdem selber leiten? Nein, wir machen das jetzt nicht mit einer Minute. Eineinhalb. Sondern wenn wir uns darüber verständigen, dass wir jetzt noch kurz das Sicherheitsthema anschneiden, dann möchte ich eigentlich vorweg noch sagen, dass doch zweifellos das Auffallende an diesem Wahlkampf zum Thema Sicherheit war, dass plötzlich von allen Seiten das Bekenntnis Berufsheer weg mit der allgemeinen Wehrpflicht gekommen ist. So, und unter dieser Perspektive würde ich jetzt wirklich jeden ganz kurz, aber wirklich ganz kurz ersuchen, dazu Stellung zu nehmen. Die Konzepte sind nicht identisch. Aber im Prinzip läuft es auf die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht in allen Überlegungen hinaus. Das ist nur ein Detail am Rande. Punkt 1 für die Grünen, Beibehaltung der Neutralität. Aktivierung einer Neutralitätspolitik, die es einmal gab, im Interesse Österreichs. Punkt 2, Freiwilligkeit beim Präsenzdienst und Zivildienst. Das ist etwas anderes als ein Berufsheer. Wir vertreten gleichzeitig eine gewisse Abrüstung und Umrüstung im Bereich des Bundesheers, zum Beispiel in Richtung Katastrophenschutz und auch hin zu einer durchaus zu einer Professionalisierung im Bereich der Auslandseinsätze im Auftrag der UNO und nur im Auftrag der UNO. Das bedeutet natürlich, dass man sich im Bereich des Zivildienstes auch etwas überlegen muss, damit das Rote Kreuz und alle anderen Organisationen hier nicht unter die Räder kommen. Und wir glauben, dass das ein Modell ist, das durchaus aufkommensneutral, ohne zusätzliche Ausgaben gestaltet werden kann. Also wesentlich ist das Prinzip der Freiwilligkeit. Den jungen Männern wird nicht mehr so wie bisher mindestens ein Jahr ihres Lebens weggenommen für Dienste, die nicht immer vertretbar sind. Ich erinnere nur daran, dass auch das Innenministerium Zivildiener beschäftigt. Das ist mir vollkommen rätselhaft, wie es dazu kommen kann. Aber nicht so wie die ÖVP, einfach ein Berufsheer und dann der NATO unterstellen, weil das kostet uns nach vorsichtigen Schätzungen 10 bis 20 Milliarden zusätzlich. Ich weiß, Sie werden das bestreiten. Sie brauchen sich nur die NATO-Ausgaben die Ausgaben, Militärausgaben der NATO-Länder anschauen, das ist das Mindeste, was die ausgeben. Und ich darf Sie auch erinnern an den Brief von Herrn Chirac, der gerade dieser Tage kursiert ist innerhalb der Europäischen Union, dass man sich einstellen sollte auf 2% des BIP bei den Militärausgaben. Dazu kann ich nur sagen, wenn das Politik wird, das bedeutet für Österreich in der Größenordnung von 30 Milliarden, mehr als verdoppelt, 30 Milliarden Schilling plus pro Jahr. Das haben die Freiheitlichen schon lange gefordert, die Grünen nicht. Die Freiheitlichen sagen schon lange, 1% des BIP zusätzlich beim Bundesheer wäre notwendig. Da muss man aber auch klar dazu sagen, das sind rund 30 Milliarden Schilling zusätzlich. Wozu, frage ich mich. Österreich hat andere Prioritäten. Frau Dr. Schmidt. Wir haben seit langem ein europäisches Freiwilligenheer gefordert und ich sage gefordert, ich meine das Engagement der Bundesregierung in diese Richtung zu arbeiten. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass bei einem gemeinsamen europäischen Sicherheitssystem es ein völliger Unfug ist, dass die Nationalstaaten ihre nationalen Heere aufrecht lassen. Und das ist für mich nämlich das Ziel der Abrüstung, in dem, auch Alexander Van der Bellen hat es gerade gesagt, umgerüstet wird. Nur ein Berufsheer, das heißt, das einfach nur umgestalten, dass das, was wir jetzt haben, dann in ein Berufsheer umgestaltet wird, das wird unsere Zustimmung nie finden. Halte ich für falsch, aus Kostengründen, aber auch aus Mentalitätsgründen. Brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist ein gemeinsames europäisches Freiwilligenheer und dann kann von Österreich aus der Beitrag durch ein Austrokorps geleistet werden. Das ist das eine. Ich glaube nur, dass in diesem Zusammenhang es auch fair wäre, wenn nun plötzlich, und das ist die merkwürdige Übereinstimmung, alle von einem europäischen Sicherheitssystem reden, dass jeder auch dazu sagt, was er sich darunter vorstellt. Denn wir stellen uns nicht die NATO darunter vor, und zwar nicht deswegen, weil halt im Moment gerade keine Tür offen ist oder kein Fenster offen ist, wie die ÖVP jetzt gerne zu sagen pflegt, sondern deswegen, weil wir ein europäisches Sicherheitssystem wollen. Das heißt, wenn schon ein militärischer Arm notwendig ist, und ich fürchte, er ist notwendig, dann soll es ein europäisches Heer sein mit einer europäischen Entscheidungsstruktur, ohne die zwingende Mitgliedschaft zur NATO. Und das wäre auch das, was ich unter europäischer Denken verstehe, Herr Vizekanzler, denn das war das, was Sie eingangs gesagt haben, Sie wünschen sich mehr davon. Das sehe ich nicht verwirklicht, wenn man die NATO-Mitgliedschaft als einen Bestandteil des Sicherheitssystems sieht. Herr Dr. Heider. Ja, wir sind seit dem Jahre 1993 für ein Freiwilligenheer oder ein Berufsheer, weil es
eine und dieselbe Geschichte, nur mit unterschiedlichen Facetten, dafür eingetreten, weil wir glauben, dass das auch für Österreich adäquat wäre. Nur müssen wir uns bewusst sein, dass ob jetzt ein Berufsheer oder das derzeitige Wehrsystem, wir haben derzeit das österreichische Bundesheer in einen Zustand versetzt, dass es jedenfalls nicht handlungsfähig ist. Und daher ist es zwar schön, wenn man sagt, ja, wir fordern das nicht von den Grünen, dass da 1% des BIP aufgewendet wird oder 1,5% des Bruttoinlandsproduktes aufgewendet wird in Summe. Aber wir liegen ja weit unter dem, was heute in allen anderen europäischen Staaten aufgewendet wird, obwohl wir auch in einer exponierten, geopolitisch exponierten Lage sind. Das muss uns bewusst sein. Das heißt also, wie immer die Form der Landesverteidigung organisiert wird, es wird also um die Frage einer besseren Dotierung des Heers und einer ordentlichen Ausrüstung nicht umhinkommen. Denn jetzt, wo also unsere Soldaten etwa am Balkan mit anderen in NATO-Verbänden Unterstellten tätig sind, sehen wir ja, was die für eine jämmerliche Ausrüstung haben. Nicht? Da ist also, hat gesammelt werden müssen, dass sie also die Ausrüstungen zusammenbekommen haben. Und das andere ist also die Frage, wenn es also, ich habe nicht gesagt zusätzlich, sondern 1,5% des Bruttoinlandsprodukts, so ist unsere Forderung. Jetzt sind wir bei 0,8, Herr Professor, wie Sie wissen. Also das ist ja relativ eine bescheidene Sache. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass es einfach recht und billig ist, wenn man über ein neues Verteidigungssystem, europäisches Verteidigungssystem, redet, dass ja aufgrund der Vertragssituation von Ihnen bereits den Kölner Vereinbarungen unterschrieben worden ist, dann sollte man vorher eine Volksabstimmung in Österreich durchführen, ob die Österreicher dem zustimmen oder ob sie lieber sozusagen ihren neutralen, eigenständigen Weg gehen. Also das wäre unsere Vorstellung, weil das ist eine grundsätzliche Frage, das haben wir immer propagiert. Wozu sind die Freiheitlichen ehrlich? Die sagen NATO-Mitgliedschaft. Wir sagen Volksabstimmung über die Neutralität, weil der Österreicher soll das entscheiden. Ist das etwas, womit Sie sich anfreunden können? Also erstens, für uns hängt innere und äußere Sicherheit sehr eng zusammen. Denn Grenzsicherung, Katastrophenschutz, Kampf gegen die organisierte Kriminalität und auch gegen die Folgen von Konflikten, das muss man, glaube ich, ganzheitlich sehen. Und daher hängt eben die innere und die äußere Sicherheit zusammen. Ich bin sehr dafür, wie Professor van der Bellen zuerst einmal gesagt hat, man muss alle Typen von Konflikten sich ansehen. Es gibt nicht nur militärische, es kann ökologische oder soziale oder Minderheitenprobleme geben. Es gibt leider sehr viel Sprengstoff in Europa auf diesem leidgeplagten Kontinent. Und wir müssen uns an Österreichs Grenzen. Naja, aber wir sind sehr unmittelbar betroffen. Wir haben 10.000 Flüchtlinge aus dem Kosovo, unmittelbar nach Österreich, 90.000 Bosnier nach Österreich herein. Es ist an der österreichischen Grenze geschossen worden. Wir haben jetzt sehr gefährliche Einsätze im Kosovo, in Bosnien durch österreichische Soldaten zu leisten. Und das darf bitte keine Buschhemdarmee sein. Also das muss man schon dazu sagen. Wir brauchen dringend erstklassige Ausrüstung, um wirklich Sicherheit geben zu können. Nun, der Weg geht ja relativ schnell. Das Interessante ist jetzt, Ende 2000 wird eine europäische Friedensunion entstehen. Und für uns, das wird in dieser Legislaturperiode zu entscheiden sein, ist die entscheidende Frage, sind wir da dabei, ja oder nein? Und sind wir voll mit dabei? Sind wir solidarisch mit dabei? Bis hin zu einer Beistandsverpflichtung, der 15, was ich sehr begrüßen würde. Denn wenn wir in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum sind, eine gemeinsame Währung haben, dann ist es für mich selbstverständlich, dass man einander auch politisch und sicherheitsmäßig Beistand gibt. Jetzt ist die Frage, geht das mit oder ohne NATO? Das ist natürlich der entscheidende Punkt. Darauf wollen ja auch alle hinaus. Ich glaube persönlich, dass es klug ist, am Ende Deckungsgleichheit zu haben. Das heißt, Mitgliedschaften in der EU, in der Westeuropäischen Union, in der NATO werden irgendwann einmal verschmelzen. Aber das ist nicht die Entscheidung Ende 2000. Man kann natürlich auch in dieser Zeit noch draußen bleiben. Aber ich glaube, dass es für uns eine Vorbedingung ist, zu entscheiden, wie ein solches Berufsheer aussehen wird. Denn es ist natürlich schon ein großer Unterschied, ob ich jeden Quadratzentimeter meines Territoriums notfalls verteidigen muss, alleine, einsam, oder gemeinsam eingebunden bin in einen Sicherheitsverbund. Deswegen glaube ich, dass man sich jetzt nicht orientieren sollte an den hochgerüstetsten NATO-Ländern, sondern der wahre Vergleich, Herr Professor, besteht mit den neutralen Staaten. Ja, schauen wir uns doch bitte an, ja, Finnland zum Beispiel, gibt das gleiche, 22, genau das gleiche Geld aus wie wir, mit dem halben Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, pro Kopf geben sie doppelt so viel aus wie wir. Die Schweden, die gleich groß sind wie wir in der Bevölkerung,
und das gleiche Bruttoinlandsprodukt haben, geben das Dreifache aus. Die Schweiz, die kleiner ist als wir, gibt über 40 Milliarden Schilling für eine glaubwürdige Verteidigung aus. Natürlich. Das ist ja der und daher haben Sie vollkommen recht, es muss am Ende, wenn man sinnvoll etwas organisieren will, ein europäisches System stehen, durchaus auch mit einer europäischen Armee. Das würde ich mir auch wünschen. Nur im Moment ist das noch nicht denkbar. Es wird eine wahrscheinlich mehrjährige Übergangsfrist brauchen. Und was ich eigentlich für zweckmäßig hielte, ist, dass man jetzt am Beginn einer solchen Periode die Grundsatzentscheidung trifft, wir gehen in eine solche Friedensunion hinein, schrittweise, mit Sicherheiten, mit Garantien, schreiben wir in die österreichische Bundesverfassung einen klaren Friedensauftrag hinein. Wir werden nie an Kampfeinsätzen, ausgenommen Beistand, teilnehmen, ausschließliche Friedenseinsätze, keine Stationierung von fremden Truppen, keine Atomwaffen auf österreichischem Gebiet und ausschließlich Freiwillige, die im Ausland tätig sind. Und unterziehen wir das Gesamtpaket einer Volksabstimmung, wenn wir uns dazu durchgerungen haben. Dazu muss jetzt darf jetzt der Herr Bundeskanzler was sagen? Ich lasse jetzt ganz kurz den Herrn van der Bellen und werde dann was wir sagen. Wir haben uns ja alle vorgenommen, ganz kurz zu sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bitte. Vor allem haben wir gesagt, eine Runde. Ja. Herr Dr. Schüssel, Sie wissen ganz genau, dass es diese Friedensunion noch nicht gibt. Was ist... Was es derzeit gibt, ist die Kölner Erklärung, die alles andere als eine Friedensunion anpeilt. Das ist der Aufbau einer militärischen Interventionskapazität out of area. Ich scheine der Einzige zu sein, der sich das wortwörtlich angeschaut hat, die Kölner Erklärung. Die finnische Präsidentschaft, jetzt hat im Juli auch. Die finnische Präsidentschaft, das darf ich schon noch zu Ende sagen. Die finnische Präsidentschaft hat im Juli Vorschläge vorgelegt für den Aufbau einer Non-Military Crisis Management. Klar, ja, wo bleibt die energische Unterstützung Österreichs für solche Dinge? Wo bleibt die Milliarde, die für den die diplomatische Unterstützung, mein Gott. Sie verlangen 20 Milliarden zusätzlich, der Herr Dr. Haider verlangt 15 Milliarden zusätzlich für das Bundesheer. Aber wo ist das Geld für eine Zusatz? Weil 0,6% des BIP ungefähr so viel ist. Herr Dr. Schüssel, Professor, das ist kein kurzer Einwurf. Entschuldigung. Ich glaube, als Bundeskanzler kurz... Die Friedensunion wird hier als Tatsache hingestellt, die es nicht gibt. Die kommt. Derzeit gehört es eine Kölner Erklärung. Die ist keine Friedensunion. Die ist unterschrieben. Da haben Sie recht. Und der Herr Bundeskanzler hat unterschrieben. Da finden wirklich sehr große Vernebelungen derzeit statt. Zum Ersten, ich glaube, wir brauchen ein leistungsfähiges und effizientes Bundesheer. Und wir können es organisieren, indem wir eine Berufskomponente haben mit einer freiwilligen Präsenzdienst und Milizkomponente und auch dann freiwilligen Zivildienst. Das könnten wir sehr, sehr rasch umsetzen. Am Beginn der nächsten Legislaturperiode die Wehrpflicht abschaffen damit. Zweitens, war das eine Zusage? Ja. Wunderbar. Zweitens, ich bin überzeugt davon, hier sollten wir wirklich den Wählerinnen und Wählern Klarheit geben. Wir sind ja nicht dazu da, dass wir schöne Worte sagen, sondern dass sie sich orientieren können, was am 3. Oktober entschieden werden soll. Dr. Haider war sehr ehrlich und offen. Sie haben Beschlüsse für die NATO-Mitgliedschaft, steht sogar ein Parteiprogramm drinnen. Dr. Schüssel hat einen Parteivorstandsbeschluss für die NATO-Mitgliedschaft. Ich sage, wir haben erreicht, dass Österreich in einer europäischen Friedensstruktur gleichberechtigt mit den paktungebundenen Staaten und den anderen neutralen Staaten mitwirken kann und dass wir daher unsere Neutralität beibehalten sollen. Das ist für mich persönlich eine Verpflichtung ohne Zweifel. Ja. Und sind Sie bereit, dass wir über das abstimmen? Eine Volksabstimmung machen? Das war eigentlich der Punkt. Warum, wenn das eh so wichtig ist, dieses Thema, warum akzeptieren Sie dann den freiheitlichen Vorschlag nicht, dass man eine Volksabstimmung über die Frage Neutralität oder Bündnis, wie es der Dr. Schüssel vorgeschlagen hat? Da muss man sich deklarieren. Ja, schon. Wir stehen ja vor dem Wahl. Sie müssen sich ja mal deklarieren. Aber nur relax. Dann deklarieren Sie sich selber. Ich habe mich deklariert. Wozu sind Wahlen gut? Sie unterschreiben die Kölner Erklärung, sondern aber für die Neutralität. Moment einmal. Also was wollen Sie nicht aussprechen? Was wollen Sie wirklich? Wir haben uns fair vorgenommen, hier zu deklarieren. Wir haben uns vorgenommen, zu deklarieren. Ja. Sie haben die NATO-Mitgliedschaft in Ihrem Parteiprogramm. Ich bin für die Neutralität. Herr Dr. Schüssel hat in seinem Parteivorstand NATO beschlossen.
Frau Dr. Schmidt will ein europäisches Berufssicherheitsherz. Sie wollen auch die Neutralität. Das ist deklariert. Wir brauchen das gar nicht auf andere Zeiten und Volksabstimmungen verschieben. Das ist wichtig. Am 3. Oktober sollen sich die Wähler orientieren können. Was wir wollen, ist eine Volksabstimmung über die Frage Neutralität. Ja oder nein? Warum wollen Sie es denn nicht? Warum haben Sie Angst vor einer Entscheidung? Was haben Sie für eine Angst vor einer Entscheidung? Bei jeder Kleinigkeit sollen die Österreicher abstimmen. Wenn man die Neutralität der Volksabstimmung unterziehen will, dann muss man sie vorher mittels Gesetz abschaffen. Und diese Abschaffung würde dann einer Volksabstimmung unterzogen werden. Das soll man nur dazu sagen. Volksabstimmung heißt über ein beschlossenes Gesetz. Das heißt, man müsste sie erst einmal abschaffen und dann eine Volksabstimmung darüber machen. Also dann soll man so ehrlich sein und sagen, das will man tun. Also klar, das ist nur eine Frage des Zivilcourage, das auch zu sagen. Die Regierung hat sich das Instrument der Volksbefragung gesucht. Ne? Ich habe kein Problem damit. Ich möchte ja nur, dass diejenigen, die dafür eintreten, das auch sagen. Ja, ja. So, ich schlage jetzt vor, wir knüpfen dort an bei der Frage, die ich zum Thema wie geht's weiter an den Bundeskanzler gestellt habe. Wir waren dabei zu erörtern, oder wir hatten angefangen zu erörtern, den Vorschlag des Herrn Bundeskanzlers, eine Mehrparteienregierung zu bilden nach der Wahl, nämlich unter Einschluss von allen Parteien außer der FPÖ. Der Hintergedanke von Ihnen steht, eine neue Regierungsform, also so quasi frischen Wind in die Regierungsform zu bringen. Nur ist das tatsächlich ein praktikabler Vorschlag? Erstens gibt es ihn in anderen Ländern und zweitens, es geht mir eigentlich um was anderes. Ich muss das sehr klar und deutlich sagen. Es geht mir darum, dass Österreich nach dem 3. Oktober regiert und regierbar sein muss. Dr. Schüssel hat angekündigt, wenn Sie ein paar Stimmen weniger haben als die Freiheitlichen, gehen Sie in Opposition. Und alles andere wird dann für uns gemeinsam nach dem 3. Oktober zu entscheiden sein und zu überlegen sein. Ich habe sehr klar und deutlich gesagt, ich bin bereit, mit einem Arbeitsprogramm eine Reformpartnerschaft anzubieten. Eine Reformpartnerschaft an die Parteien. Und ich muss hier sehr klar und deutlich sagen, und ich kann es auch begründen, sehr geehrter Dr. Haider, warum ich gesagt habe, ohne die FPÖ. Erstens, weil ich mit den Inhalten nicht einverstanden bin. Eine Flattex bringt unser Land finanziell an den Ruin. Hilft nur den Reichen. Der Kinderbetreuungsscheck ist nicht finanzierbar. Das ist finanzielle Instabilität. Zweitens, und auch das sage ich sehr klar und deutlich, ich habe am Anfang sehr genau beobachtet und habe mir gedacht, Sie können sich ja ändern. Sie haben sich in Ihrem politischen Verhalten nicht geändert. Sie plakatieren Dinge, die keine Gnade von Menschen auseinanderhetzen, Gruppen aufeinanderhetzen. Moment bitte. Das plakatiert keine Frage. Keine Gnade für Drogenhändler. Sie haben diesen politischen Stil, Herr Dr. Haider, nicht geändert. Menschen auf der einen Seite A zu sagen, auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Gruppen und Menschen aufeinander loszuhetzen, das hat nicht Österreich stark gemacht. Österreich hat stark gemacht, dass wir immer das Gemeinsame gesucht haben. Und Ihr politischer Stil ist es weiterhin, Menschen und Gruppen aufeinander loszuhetzen. Und drittens, und auch das sage ich Ihnen noch ganz persönlich hinzu, auch persönlich. Dr. Haider, Sie haben zwei Töchter, soviel ich weiß. Und Sie wissen, dass ich eine Tochter und einen Sohn habe. Ich frage mich, warum Sie dann bei einer Veranstaltung sagen, der Klima, der streichelt jetzt so gern Kinder, weil er zu Hause nur Hunde hat. Wissen Sie, dokumentiert. Wissen Sie, warum, was das meinen Kindern wirklich an Problem verursacht? Das ist kein Umgang mit Menschen, auch wenn es politische Konkurrenten sind. Und daher habe ich gesagt, eine Partnerschaft, eine Reformpartnerschaft mit den Parteien, nicht mit dieser FPÖ derzeit. Und ich habe das sehr klar und deutlich gesagt, für alle Menschen in unserem Lande hörbar. Ich hätte es auch gern gehört, wenn es auch die ÖVP gesagt hätte. Herr Dr. Haider, Sie waren unmittelbar angesprochen. Ja. Wenn den Herrn Bundeskanzler, wenn's den Bundeskanzler stört, dass wir plakatieren, keine Gnade für Drogenhändler, dann kann ich also auch nichts machen. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, in einem Land zu leben, wo also die Sicherheit nicht nur verkündet wird, sondern wo auch Konsequenzen gezogen werden. Und ich sage noch was.
Auch die andere Frage, die Sie angesprochen haben, unsere Zuwanderungspolitik, die Ihnen offenbar nicht passt. Also bitte, Ihr eigener Innenminister propagiert, dass es nicht mehr vertretbar ist, eine weitere Zuwanderung zu machen. Und bei den Freiheitlichen machen Sie das zum Vorwurf. Ja. Ich habe das also mit. Er hat ja eine schöne Aussage gemacht, indem er gesagt hat in der Kärntner Tageszeitung, dass eine weitere Zuwanderung nicht mehr möglich ist. Und Sie tun halt dann beide Dinge unterschiedlich bewerten. Der Wähler wird die Entscheidung treffen. Ob er das wirklich haben will, dass man sagt, wenn eine Partei hergeht und die weitere Zuwanderung nach Österreich für unvertretbar hält, dann ist das sozusagen eine Diskriminierung, die sollte also nicht an der Regierungsmacht teilhaben, ist es auch in Ordnung. Wir werden ja sehen, was der Österreicher entscheidet. Nicht? Und das andere zur Familienpolitik. Ich habe gesagt, der Herr Klima umgibt sich gern mit Kindern jetzt. Wenn heute ein Kameramann über den Platz geht, habe ich gesagt, dann nimmt er sich sofort ein Kind aus dem Kinderwagen, damit er kinderfreundlich ausschaut. Der als lassen Sie mir jetzt einmal. Der selbst, Herr Bundeskanzler, wenn Sie die Güte haben zuzuhören, der selbst mit seinem Sparpaket den Familien wirklich viel weggenommen hat. Familienbeihilfen gekürzt, Karenzzeit reduziert, Geburtenbeihilfen abgeschafft. Und deshalb wollen wir Freiheitlichen den Kinderscheck einführen, der ja finanzierbar ist. Denn Ihr eigener Rechnungsabschluss belegt es und Ihre eigenen Vorherschauen belegen das ja, dass der Familien- oder Kinderscheck, wie immer er genannt wird, ab dem nächsten Jahr mit 8 Milliarden Schilling Überschuss in Familienlastenausgleichsfonds finanzierbar ist. Wir wollen ja nur ein Stückchen von dem zurückgeben, was Klima und Co. den Familien in den letzten Jahren weggenommen haben. Wir entnehmen diesem Dialog, dass also offensichtlich eine Kooperation zwischen Ihnen beiden nach dem 3. Oktober... Ich möchte nur einen Satz sagen, weil das wirklich mich persönlich als Mensch sehr betroffen hat. Wahlkampfauftakt der FPÖ, 7.9.1999. Der Klima reißt jedes Kind an sich, wenn Fotografen in der Nähe sind, weil er zu Hause in der Hund. Nein, das ist absolut falsch. Und wenn Ihnen irgendein Verraderer von einem Funktionär was erzählt, nehmen Sie das einmal zur Kenntnis. Ja, aber nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass wir für die Familien was tun wollen, nachdem Sie abgeräumt haben. Da können Sie jetzt nicht ablenken mit irgendeinem Beleidigtsein. Faktum ist, die Familien sind unter der Regierung Klima erheblich schlechter gestellt worden. Faktum ist, dass der Kinderscheck mit seinen 5.700 Schilling, dass der Kinderscheck mit seinen Intentionen den Frauen, für die sie sich einsetzen wollen, die Möglichkeit geben würde, wirklich eine Entscheidung zu treffen, ob sie zu Hause bleiben wollen oder ob sie berufstätig sind. Oder ob Sie mehr Zeit für Ihr Kind investieren wollen. Bitte, der Edling hat Ihnen vorgerechnet, Sie haben geschwitzt, wie Ihnen vorgerechnet, dass das alles nicht finanzierbar ist. Ihre eigene Studie belegt ja, dass das finanzierbar ist. Kommen wir bitte zurück auf die Frage, welche Regierungskooperation nach dem 3. Oktober möglich ist. Ich komme noch mal auf das, was der Herr Bundeskanzler vorgeschlagen hat, die Mehrparteienregierung. Da hat es heute tagsüber sowohl von den Grünen als auch von den Liberalen schon sehr kritische Wortmeldungen gegeben, Herr Professor van der Bellen. Ich komme dann gleich zurück darauf. Herr Bundeskanzler, ich verstehe zwar, dass Sie sich persönlich durch solche Äußerungen attackiert fühlen, und ich finde auch, das ist ja nicht unbekannt, verschiedene Aspekte der freiheitlichen Politik absolut indiskutabel, vor allem die beiden Plakate in Wien. Missbrauch des Asylrechts, als ob das jemand verlangt, dass das missbraucht wird, und die unselige Überfremdungsgeschichte, das ja tatsächlich an die 30er Jahre erinnert. Ich muss aber schon sagen, Herr Bundeskanzler, dass die SPÖ sich ja auch diese Tür ein bisschen offen gehalten hat. Eine Koalition der SPÖ? Natürlich, Sie haben das gesagt, aber Sie haben auch den Innenminister gehalten, damals in der Causa Omafumo, als er Ihnen seinen Rücktritt angeboten hat. Und damit decken Sie mit, als Parteivorsitzender und als Bundeskanzler, die Politik, die das Innenministerium seither, damals und seither betrieben hat. Das muss man schon auch klar sagen. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass der Herr Dr. Haider den Innenminister, ich weiß nicht, als besten Mann, oder wie haben Sie das genannt? Aber er ist sein Vorgänger, aber nicht so schlecht. Naja, eben nicht, das wollte ich ja nur hören, nicht?
Das ist eine Politik, die natürlich der Freiheitlichen sehr gelegen kommt und die von den Freiheitlichen unterstützt würde. Und ich habe das immer als eine Doppelstrategie der SPÖ empfunden, dass Sie persönlich sagen, mit diesen Freiheitlichen, das geht unmöglich, aber in der Person des Innenministers versuchen, sich für den Fall des Falles diese Option offen zu halten. Also das ist für mich nicht besser. Das ist für mich nicht besser als die Politik der Volkspartei, die das ja ganz dezidiert macht. Und ich mich immer gefragt habe, wie ist das möglich? Wie verantworten Sie das Ihren christlich-sozialen Wählern gegenüber? Auf der einen Seite, ich weiß nicht, für Familie und so weiter einzutreten, aber zum Beispiel die Politik der Freiheitlichen ja dann indirekt gut zu heißen, die ausdrücklich gegen Familienzusammenführung im Bereich ausländischer Mitbürger sind. Sie haben sich von den Plakaten irgendwie distanziert, Herr Vizekanzler und Parteivorsitzender der ÖVP. Aber Sie haben nicht ausgeschlossen, mit den Freiheitlichen nach der Wahl zu koalieren. Und ich meine, entweder ist das ein ernster Hinderungsgrund, was Herr Dr. Haider oder halt seine Wahlkampfmaschine hier inszeniert hat, oder nicht. Also ich verstehe das nicht. Und ich hoffe, dass am 3. Oktober der eine oder andere christlich-soziale Wähler, sage ich Ihnen ganz offen, daraus die Konsequenz zieht und grün wählt diesmal. Frau Dr. Schmidt, bitte. Ja, also beginnen wir mal damit, dass ich es für eine unglaubliche Überheblichkeit halte, zu sagen, wenn wir nicht wieder unsere satte Mehrheit haben, dann ist das Land unregierbar, dann herrscht Chaos. So kommt es heraus. Diese Unregierbarkeit, ich frage Sie wirklich, woraus schließen Sie denn das, um Gottes Willen? Nur deswegen, weil die SPÖ verlieren wird und weil die ÖVP verlieren wird, weil leider Gottes die FPÖ gewinnen wird. Was daran wird bitte unregierbar? Sie haben ein Parlament, es geht um die Mehrheiten in diesem Parlament. Und darum geht es, und dann komme ich auch gleich darauf, was es bedeuten würde, eine solche Regierung zusammenzusetzen. Also Gott sei Dank haben Sie wenigstens nicht von einer Expertenregierung gesprochen, weil ich das war mal eine Idee, die aus dem Dunstkreis der FPÖ gekommen ist, weil ich das für ein Übel hielte, denn es geht nicht darum, was machbar ist, sondern es geht darum, wie man politisch wertet. Und daher ist für mich eine Expertenregierung ein Unfug, aber ich halte auch das, was Sie sagen, für einen Unfug. Nämlich deswegen, Entschuldigung. Diese Vorstellung halte ich für unrealisierbar. Und zwar deswegen, weil eine ganz konkrete Voraussetzung fehlt. Und ich frage mich, warum von heute auf morgen alles so komplett anders werden soll. Sie haben 4 Jahre lang das eine gemacht und jetzt, oder 4 Jahre, letzten Jahre, und jetzt auf einmal Ihre Partei. Und jetzt soll auf einmal alles anders werden. Damit überhaupt eine solche Regierung funktionsfähig ist, würde dazugehören als Voraussetzung, dass im Parlament jener Clubzwang aufgehoben wird, der aber gerade von Ihnen und von Ihren Parteien zu einem sehr intensiven Disziplinierungsinstrument geworden ist. Denn nur dann, wenn die Abgeordneten frei abstimmen, nach ihrer Überzeugung, nach ihrem Gewissen, ist es überhaupt möglich, derartiges durchzuführen. Ich meine, das Beispiel der Vergangenheit. Es gab einen parteifreien Justizminister. Der hat doch nicht eine einzige Vorlage durchbringen können, die nicht in den Parteisekretariaten abgesegnet war. Und jetzt auf einmal tun Sie so, als würde eine ganze Regierung auf diese Weise agieren können. Aber ein Wort, weil das ist das Einzige, was ich Ihnen... Ich verstehe nicht, was Sie dagegen haben, wenn man eine andere Partei mit hinzunimmt, zum Beispiel. Da habe ich nichts dagegen, Herr Bundeskanzler. Ich rede nur von dem, was daran ernst zu nehmen ist. Weil ich erlebe seit Jahren im Parlament, wie es funktioniert, wie es unmöglich ist, über Parteigrenzen hinweg zu Beschlüssen zu kommen, weil aufgrund dieses Clubzwanges niemand anders abstimmen darf, bis auf ganz wenige Ausnahmen, als es ihm der Clubobmann oder die Clubobfrau vorgibt. Nein, in dem Fall sind es nur Clubobmänner. Also daher... Wenn diese Voraussetzung der Eigenverantwortung, des eigenständigen Agierens der Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht da ist, dann kann auch dieses Modell nicht funktionieren. Das ist mein Einwand. Aber was ich Ihnen zugute halte, ist, dass Sie spät genug jedenfalls gesagt haben, die Frage ist ja nur, ob das für die ganze SPÖ gelten kann, dass Sie mit der Freiheitlichen Partei einen solchen Pakt nicht schließen würden. Und zwar interessiert mir ehrlich gestanden weniger, ob Sie dann inhaltlich zusammenpassen oder nicht, weil das wird ja wahrscheinlich auch mit dem anderen Vertragspartner oder anderen nicht so sein, sondern ich halte diesen Stil der Freiheitlichen Partei. Und das ist nicht nur Stil, sondern das ist eine Charakter... Ja, das ist ein... Gebe ich zu. Das ist eine Charakterfrage. Und es geht nicht nur um diese Plakate, die das Übelste sind, das wir seit langem erlebt haben, sondern es geht auch um jenes Flugblatt, mit dem für den Spitzenkandidaten geworben wird. Und da komme ich dann wirklich gleich zu Ihnen, Herr Vizekanzler, dass in Ihrer Partei jemand, der mit solchen Flugblättern, und ich wiederhole mich, und jeder weiß, dass ich sonst nicht zu so deftigen und kräftigen Ausdrücken greife,
Ich bezeichne das als Nazi-Methoden, was hier passiert. Das ist eine Verhetzung der widerlichsten Art. Und es ist mir unerträglich. Was denn zum Beispiel? Es sind 12 Punkte. Na, was zum Beispiel? Und Sie wissen das ganz genau. Man kann einen nach dem anderen vorlesen. Der widerlichste ist unter anderem. Na, einer der vielen. Einer der vielen. Ja, das regt mich auf. Das ist wahr. Das ist wahr. Wenn ich sehe, welches Klima in diesem Land geschaffen wird. Da wollen Sie ein bisschen die Kontenance? Nein, da tue ich mir schwer. Das zu erleben, tue ich mir schwer. Das ist nur unter der SPÖ in Wien möglich, ist, dass schwarzafrikanische Asylwerber mit dieser Anzug und Luxushandy ihren Drogengeschäften ungestört nachgehen können. Ist ja nachgewiesen. Vor zwei Tagen 36 derartiger Typen sind wieder festgenommen worden. Das sind Nazi-Methoden. Verhetzend. Für mich, tut mir leid, für mich sind das Nazi-Methoden. Ich weiß nicht, ob Sie es komplett gelesen haben. Genau mit diesen Methoden hat man gearbeitet. Und man muss mir zuhören. Methoden, habe ich gesagt. Und ich empfinde das so. Und ich glaube, dass es einen Aufschrei durch dieses Land geben muss. Und es ist bedauerlich, dass der Herr Bundespräsident nichts anderes zu sagen gewusst hat, als zu sagen, man soll anständig miteinander umgehen und es nicht der Mühe wert gefunden hat, aufgrund dessen vielleicht einmal seine Stimme zu erheben. Und insofern finde ich es richtig, dass man sagt, dass eine Partei, die eine derartige Art der Politik macht, die die Menschen sehr wohl gegeneinander aufhetzt, dass die mit solchen Instrumenten arbeitet, dass die keine Demokratiefähigkeit in einer Entscheidungsfunktion haben darf. Das ist, oder hat, und daher nicht in eine Regierungsfunktion kommen darf. Und es fehlt mir an Ihnen, wenn die ÖVP sagt, es ist nur meine Entscheidung. Sie ist demokratisch gewählt, ja, das bestreitet ja kein Mensch. Das wäre ein Unfug, das zu bestreiten. Und es wäre ja genauso ein Unsinn, deswegen rede ich ja hier im Fernsehen, weil das ja nur in Wien gesagt wird und weil es ja viele Wählerinnen und Wähler gibt, die sich das nicht vorstellen können und die FPÖ wählen und das niemals wollten. Deswegen muss man es Ihnen sagen. Es ist eine Frage des Öffentlichmachens dieser Art der Politik. Aber Sie kennen das, Herr Vizekanzler. Und dass die ÖVP nichts dabei findet und sagt, ja, es kommt drauf an, vielleicht ändern Sie sich. Und sagt, wir sind genauso bereit, mit einer Partei, die so arbeitet, eine Koalition zu machen. Das halte ich für das Übel. Denn das ist für mich politische Verantwortung, zu sagen, das ist eine Grenzüberschreitung, wo wir als ÖVP nicht mit können. Das habe ich von Ihnen nicht gehört, sondern leider das Gegenteil. Da knüpft jetzt gleich der Herr Vizekanzler an und nach der Wortmeldung des Herrn Vizekanzlers kommen wir dann zu den Schlussworten. Bitte, Herr Vizekanzler. Also das Erste ist natürlich schon, das Erste, bin ich jetzt dran? Bin ich jetzt dran, Dr. Heider? Ja, bitte, jetzt darf er mal da. Dann möchte ich schon auch etwas dazu sagen, auch wieder zum Stil. Und ich lasse mich wirklich nicht verantwortlich machen für die freiheitlichen Flugblätter oder Plakate. Das war auch nicht die Unterstellung. Das will ich aber nur klarstellen, damit da kein Irrtum geschieht. Nur zum politischen Stil gehört auch, ich habe bei der Diskussion mit Thomas Prinzhorn kritisiert die Plakate und die Unfinanzierbarkeit des Kinderschecks. Mir wurde gesagt, das gilt alles nicht mehr, es gibt ein neues Modell. Bitte, diese Woche, Anfang dieser Woche, flattert diese Werbung bei uns wieder ins Haus, in eine Wohnpartei, diesmal nicht mein Postkasten, eine andere Wohnpartei, wo steht hinten, wieder jede Frau bekommt 5.700 monatlich für ihr Kind vom 1. bis zum 6. Lebensjahr. Genau wieder die gleiche Wähler, nur ihre Führung, würde ich einmal sagen, die eigentlich Thomas Prinzhorn abgestritten hat. Zweiter Punkt, ich darf aber schon meine Worte wählen, liebe Diskussionsleiterin, die anderen durften das auch. Erstens, der Wähler entscheidet am Sonntag und gibt die Gewichtungen vor. Zweitens, dann kommt der Bundespräsident und wird einen Auftrag zu einer Regierungsbildung vergeben und dann beginnen inhaltliche Gespräche. Im 83er Jahr hat die SPÖ gar keine Sekunde gezögert und hat mit den Freiheitlichen eine rot-blaue Koalition gemacht und hat überhaupt nicht mit uns verhandelt. War Demokratie, war absolut zulässig. Es geht. 86 waren andere Mehrheiten jenseits der SPÖ bereits möglich. Und 3 oder 4 Mal sind diese Möglichkeiten nicht gewählt worden, weil die Inhalte nicht verträglich gewesen sind mit den Freiheitlichen. Und wir haben mit den Sozialdemokraten, ich glaube, ganz gute Jahre für Österreich zusammen verbracht. Und jetzt wird es ganz genauso sein. Ich trete weder als Beipackzettel für Rot noch als Beiwagerl für Blau auf. Ich möchte mit meinem Programm auf meiner Basis gewählt werden und habe als Einziger auch gesagt, was geschieht, wenn wir überholt werden sollten, weil das wäre ja ein in der Geschichte Österreichs einmaliger Fall, dass die Volkspartei, die dieses Land mitgegründet hat, überholt wird. Dass ich das nicht werten kann als einen Regierungsauftrag, ist klar. Was ich damit erreichen will, ist, dass die Wähler nachdenken und ihre Macht, die sie haben in der Demokratie, auch wirklich gezielt einsetzen.
Zu den Vorschlägen des SPÖ-Vorsitzenden. Ich muss sagen, ich habe den Überblick verloren. Zuerst hieß es aber Minderheitsregierung. Nein, erlauben Sie, dass ich das auch sagen darf. Sie haben ja auch geredet. Zuerst hieß es Minderheitsregierung, die ja schon seit Monaten vorbereitet und angekündigt wird. Minderheitsregierung heißt de facto Alleinregierung. Dann, ja sicher, gestützt auf irgendwelche Duldungen. Dann hieß es plötzlich jetzt eine Mehrparteienregierung. Ich könnte jetzt den Minister Einem zitieren, der im März gesagt hat, eigentlich hängt uns die Große Koalition schon zum Hals heraus. Einem Zitat. Aber wenn statt zwei, drei Parteien drinnen sind, wäre es ein Horrorszenario. So viel Ihr Minister Einem zu Ihrer Idee einer Mehrparteienregierung. Dann hieß es die besten Köpfe. Als ob sie nicht Zeit gefunden gehabt hätten, ihre besten Köpfe zu suchen. Ich habe mich jedenfalls angestrengt, meine besten Köpfe zu suchen. Die Freiheitlichen nicht, sonst wären nicht von den 40 Nationalräten, die am Beginn dieser Periode angelobt worden wären, mehr als ein Viertel, nämlich 11 davongelaufen und nicht mehr im Amt. Also besondere Sorgfalt der Personalauswahl ist das jedenfalls nicht. Ich rede gar nicht über den Fall Rosenstengel, der größte Parteiskandal der Zweiten Republik gewesen ist, mit zwischen 300 und 400 Millionen Schaden. Dem entkommen Sie nicht so schnell, Herr Dr. Haider. Ich sage auch eines ganz offen dazu, mit uns ist ein Stil der Politik, wie er da eingerissen ist, nicht zu machen. Wenn wir einen Partner haben und suchen, dann muss der für Europa sein. Er muss finanzierbare Vorschläge auf den Tisch legen und er muss bereit sein, jene Dinge zu machen, die auch wirklich durchgesetzt und umgesetzt werden können. Ich glaube, dass hier tatsächlich eine große Kluft uns trennt. Daher, wer mit uns zusammenarbeiten will, wird nicht ausgegrenzt. Aber wir sagen klar, mit wem wir zusammenarbeiten wollen und wie er sein muss, wenn er das will. Nur eins kann ich auch nicht sagen, dass man prinzipiell abspricht, einer ganzen Partei sich niemals ändern zu können. Also diese Hoffnung haben Sie doch hoffentlich... Aber das liegt jetzt vor uns. Das ist undiskutabel. Die wollen wir nicht reden. Die Hoffnung hatte ich 95. Sie glauben, in den Wochen ändert sich was. Ich hoffe, dass Sie die Änderungsfähigkeit für uns annehmen und ich nehme sie für jeden an, der hier ist und kandidiert. Das ist schon recht. Ich wollte vorschlagen, ob Sie Ihre Replik auf die Frau Dr. Schmidt dann in Ihr Schlusswort einbauen können. Ich glaube, das wäre ums... Das war nicht ganz fair. Es war nicht als unfair gedacht, sondern eigentlich nur... Das war eine manifeste Beschimpfung der FPÖ. Gut, ich meine, das ist eine Wahlempfehlung für uns, wenn es von Ihnen kommt. Das stimmt auch. Weil machen Sie die Replik gleich, bitte. Ja, aber bitte fünf Sätze und kurz und dann hat der Herr Professor... Weil also das Wort der Überfremdung, Frau Dr. Schmidt, Sie nicht gestört hat, als etwa im Magistrat Wien Bescheide herausgegeben worden sind mit der Begründung, Aufenthaltsbewilligungen werden abgelehnt, weil die Überfremdung gegeben ist. Es hat sich also das nicht so aufgeregt wie jetzt, weil es eine freiheitliche Broschüre von Überfremdung redet. Nein, das oder ist keine Broschüre von Überfremdung. Das ist was anderes, das wissen Sie genau. Ja, also die Drogendealer brauchen Sie also nicht in Schutz Nein, nehmen. Das tue ich auch aber nicht. Ich habe Ihnen sehr lange zugehört. Das ist keine Replik, ich rede von was anderem. Ich habe Ihnen sehr lange zugehört. Ich musste also erdulden, dass Sie die FPÖ beschimpfen und sage, dass Sie natürlich die Drogenhändler verteidigen. Das ist logisch, weil Sie sind für eine Freigabe des Drogenhandels. Es ist ganz logisch, dass Ihnen das ein Anliegen ist. Selbstverständlich. Bitte. War das die Replik? Ja. Selbstverständlich. Gut. So, dann fangen wir jetzt unsere Schlussrunde an. Herr Professor van der Bellen, bitte. Ich denke, die drei größeren Parteien, SPÖ, ÖVP, FPÖ, werden die Regierung unter sich ausmachen. Das ist das, was sich am deutlichsten abzeichnet. Und umso wichtiger ist es, dass es eine grüne Kontrolle in diesem Parlament geben wird, die sich in der Vergangenheit schon Reputation, Glaubwürdigkeit im Bereich dieser Kontrollaufgaben geschaffen und erworben hat. Die SPÖ und ÖVP haben uns nicht geholfen dabei. Ich erinnere nur daran, Heidi Schmidt wird das bestätigen, dass es uns in den gesamten vergangenen vier Jahren nicht ein einziges Mal gelungen ist, einen Untersuchungsausschuss zu welchem Skandal auch immer zu erlangen. Der Herr Dr. Haider hat gute Aussichten, in diesen Wahlen, kommenden Wahlen am 3. Oktober zu gewinnen. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass da auch ein Gegengewicht entsteht. Dass Sie nicht der einzige Gewinner dieser Wahl sind, so wie es in Vorarlberg der Fall war. Haben Sie nicht kandidiert, aber die Freiheitlichen haben gewonnen.
Dieses Signal soll nicht entstehen, denn ich denke, es ist ganz wichtig für die Zeit nach dem 4. Oktober. Es ist ganz wichtig, dass die Gewinner dieser Wahl in gewisser Weise, ob sie jetzt in der Regierung sind oder nicht, auch aus der Opposition heraus, den Kurs dieses Landes, den Kurs dieser Republik mitbestimmen werden. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich glaube, es gibt viele SP-Wähler, die nach 29 Jahren allein Regierung kann man nicht sagen, aber nach 29 Jahren Regierungsbeteiligung SPÖ nicht noch einmal und zum allerletzten Mal und zähneknirschend noch einmal SPÖ wählen wollen. Ich kenne viele dieser Leute und ich glaube, irgendwann einmal reicht's. Und die eine oder andere Stimme hoffe ich mir für Grün. Das Gleiche gilt für den christlich-sozialen Teil der ÖVP. Ich habe das schon angedeutet. Ich kann nicht verstehen, dass man sich in derartige Nähe der FPÖ gibt, trotz allem, wie Sie das sozusagen mit dem Kopf begründen, Herr Vizekanzler, das kann nicht funktionieren und das soll auch nicht funktionieren. Und was Heidi Schmidt betrifft, zum Abschluss, ich zweifle nicht im Geringsten daran, dass du jederzeit stark genug bist, um bei einer Nationalratswahl einzuziehen, die entsprechenden Hürden zu überspringen. Bei Landtagswahlen ist das etwas anderes, aber bei einer Nationalratswahl jederzeit. Und ich freue mich darüber, ich sage das hier. Nur appelliere ich jetzt an unsere Wähler und Wählerinnen, wir haben keine Stimme zu verschenken. Ich möchte nicht das Gleiche erleben wie 1995. Das gilt selbstverständlich auch für dich. Wir starten von den 4,8% 1995. Und das möchte ich, dass das deutlich, sehr deutlich erhöht wird. Dankeschön, Frau Dr. Schmidt. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass wir vorab kompakte Schlusswörter ausgemacht haben. Bitte. Ja, ich verstehe nicht ganz, was verschenkt sein soll, wenn man eine Stimme den Liberalen gibt, die auch etwas bewirkt haben bislang, und zwar über ihre Größenordnung hinaus. Diesen Begriff zu verwenden für eine liberale Stimme enttäuscht mich jetzt von dir, wiewohl er nicht zum ersten Mal verwendet wird. Denn ich glaube, dass ein demokratiepolitisches Zeichen und vor allem auch ein Zeichen für ein bestimmtes Grundrechtsbewusstsein nie ein verschenktes sein kann. Ich glaube, dass diese Diskussion auch deutlich gemacht hat, nachdem die Regierungsformen völlig offen sind. Und es wird nicht der Kanzler gewählt, Herr Bundeskanzler. Streuen Sie den Menschen nicht Sand in die Augen. Es geht um eine Wahl des Parlaments. Es wird also nicht der Kanzler gewählt, es wird nicht die Regierungsform gewählt. Das ist das, was keiner mit seiner Stimme beeinflussen kann. Niemand. Denn es können die unterschiedlichsten Koalitionen herauskommen. Das wissen wir jetzt, wie wir hier sitzen. Und es können von der Minderheitsregierung über alles Mögliche. Das Einzige, was man bestimmen kann, ist eine bestimmte Position und eine bestimmte Haltung im Parlament. Und die Mehrheiten im Parlament werden jetzt wichtiger denn je. Und zwar gerade dann, wenn es eine Art der Regierung geben sollte, von der Sie gesprochen haben. Dann kommt es nämlich auf die Mehrheiten im Parlament an. Und das ist auch der Grund, warum ich der festen Überzeugung bin, dass eine liberale Stimme so wichtig ist. Und jetzt sage ich noch etwas dazu, weil ich das vorher nämlich nicht einmal gesagt habe. Ich empfinde uns auch als ein rechtsstaatliches Rückgrat. Und wenn uns wirtschaftspolitische Vernunft, soziale Verantwortung und Grundrechte immer gleich wichtig waren, das haben wir bewiesen in 7 Jahren unserer Tätigkeit, dann muss ich Ihnen den Vorwurf machen, denn das, was wir vorher gesprochen haben mit den Freiheitlichen, das hat natürlich auch ein sozialdemokratischer Innenminister aufbereitet. Und deswegen wäre es mir völlig unlogisch, entschuldigen Sie, wo gesetzlich möglich ist, dass Kinder in Schubhaft genommen werden, und Sie wissen das, es waren im vergangenen Jahr über 700, das ist eine Realität, wo es möglich ist, dass wir Kinder abschieben, wo es möglich ist, dass nach einem Fall, wie es Herrn Markus Omofuma passiert ist, Sie sagen, das hat mit politischer Verantwortung nichts zu tun, und das sind nur wenige, sonst wäre er zurückgetreten, das sind nur wenige Beispiele, ist das ein Aufbereiten. Das heißt, wenn es um dieses Grundrechtsbewusstsein geht, dann wird man schwer ein Signal geben können, indem man die Politik wählt, die Sie in diesem Bereich gemacht haben, denn Klima und Schüssel sind voneinander nicht zu trennen. Und die letzte Chance ist, und das ist mir das vielleicht sogar Allerwichtigste, es gab ein Frauenvolksbegehren, wie man weiß. Und es ist kein einziger Punkt umgesetzt worden von diesem. Bei uns kandidieren 2 der Spitzenrepräsentantinnen dieses Frauenvolksbegehrens, nämlich die Elfi Hammerl und die Christa Pölzelbauer, die Vorsitzende des Frauenforums war, an sicher wählbarer Stelle. Nicht auf einem Kampfmandat, nicht wo man sagt, irgendwo als ein Signal, sondern an sicherer Stelle. Das heißt, wenn wir im Parlament sind, sind diese beiden Frauen im Parlament. Und ich halte das für eine unglaubliche Chance,
dass die Stimme der Frauen im Parlament gestärkt wird, indem man die Liberalen wählt. Und das war mein Anliegen auch so zu sagen. Herr Dr. Heider. Ja, die Freiheitlichen waren in der Wahlbewegung wahrscheinlich deshalb so erfolgreich und haben so viel Sympathie, weil wir konkrete Themen, die die Österreicher interessieren, gebracht haben. Das heißt, es ist ja auch in dieser Diskussionsrunde mehr als klar geworden, dass hier eine sehr starke österreichbewusste Kraft tätig ist. Allein die Auseinandersetzung um die Zuwanderungspolitik, von der sich der Bundeskanzler verabschiedet, aber der Innenminister darf sehr wohl in einer Zeitung sagen, ein klares Nein zu einer neuen Zuwanderung. Österreich hat bereits in der Vergangenheit enorm viele Leute aufgenommen. Das war jetzt am 7. September. Da frage ich mich dann wirklich, warum die Freiheitlichen dann böse sind aus ihrer Sicht, wenn der Herr Innenminister gut ist, wenn er dasselbe sagt, wenn wir böse Plakate sind, wenn wir von der Überfremdung sprechen. Aber die Leute werden sich einen Reim drauf machen, dass eine Regierung, die ihnen versprochen hat, sie schaut auch auf die Österreicher, die Zuwanderung offenbar nicht eindämmen kann und ihnen hier Probleme bereitet. Wir haben aber auch in einem zweiten Punkt die österreichischen Interessen getroffen, vor allem jene der Frauen und Familien, mit unserem Kinderscheck, der aus den Überschüssen, wie sich ja in der Zwischenzeit herausgestellt hat, durch eine Studie auch des Familienministers Bartenstein, des Familienfonds finanzierbar ist. Und wenn der Herr Vizekanzler sich so aufgeregt hat, dann darf ich ihm nur eine kleine Broschüre seiner ÖVP noch zeigen. Da steht drin, Forderung Kinderbetreuungsgeld. Als weiteren Schritt fordert die ÖVP, für jedes Kind soll es monatlich 5.700 Schilling geben, unabhängig von der Verwendung und auch unabhängig vom Einkommen durch den FLAF finanziert. Ihre ÖVP, Herr Vizekanzler. Das heißt, Sie kritisieren bei den Freiheitlichen etwas, was Sie selber in Ihren Wahlbroschüren drinnen propagieren. Zum Rosenstinkel brauchen Sie sich nicht verbreitern. Weil da würde ich Ihnen eher raten, Sie sollen sich vielleicht einmal darüber kundig machen, wie es denn möglich ist, Ihre Regierungsmacht dadurch auszunutzen, dass eine Steuerhinterziehung der ÖVP in den letzten Jahren von insgesamt 7 Millionen Schilling plötzlich durch das Finanzministerium erlassen wird. Da gibt es ein Verfahren, da gibt es die Ausdrucke des Finanzamtes und da soll man also bei den naheliegenden Dingen bleiben. Ich glaube, dass das die Leute auch schätzen, dass wir Freiheitlichen hier einen geraden Weg gehen, auf die Österreicher schauen, Zuwanderungspolitik in Ordnung bringen wollen und dass wir auch gezeigt haben, am Beispiel Kärnten, dass dort, wo wir Verantwortung tragen, dort geschieht auch Positives für die Menschen. Wir haben die Mieten gesenkt, plötzlich will ganz Österreich und die Bundesregierung auch die Mieten senken. Die Strompreise gesenkt, obwohl die Bundesregierung noch ein Gesetz beschlossen hat, dass bis zum Jahre 2003 die Haushalte und die gewerbliche Wirtschaft die Strompreissenkung aus dem liberalisierten Markt nicht nützen dürfen. Das haben wir also doch alles erreicht und das beeindruckt die Österreicher. Und ich glaube, dass es wesentlich ist, dass hier konkrete Dinge geschehen und konkrete Dinge hat man in den letzten Jahren durch diese Koalitionsregierung einfach vermisst. Da ist vieles angekündigt worden, aber nichts passiert. Wir zeigen, dass es passiert, wenn wir Verantwortung tragen und ich glaube, dass ich gerade als Kärntner Landeshauptmann auch gezeigt habe, dass ein freiheitlicher Landeshauptmann auch für eine gute Stabilität im Land wieder sorgt, das ja Schlusslicht war und das jetzt bereits aufgestiegen ist und wirtschaftlich wieder sehr gut sich entwickelt. Also geht ja nicht ohne die übliche Heiderbosheit am Ende einer Diskussion, eine Unterstellung. Wir hatten eine Steuerfrage, da ging es um die Vorsteuer. Eine strittige Frage, die zwischen dem Steuerberater und dem Finanzministerium abgewickelt wurde und die in unserem Sinn entschieden worden ist. Bitte, das kann, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Herr Dr. Heider, der Herr Vizekanzler hat genau dasselbe Recht genau auf ein ungestörtes Schlusswort. Genau Ihr Stil, wie Sie heute operieren. Aber wenn Sie so wollen, dann sage ich Ihnen gern, Sie plakatieren Mieten senken und Ihr Wirtschaftssprecher und Mietensprecher Böhacker wird verurteilt, dass er doppelt so hohe gesetzliche Mieten verlangt in Salzburg und muss jetzt 100.000 Schilling zurückzahlen. Das ist halt die Wahrheit. Ich meine, wenn wir auf diesem Niveau reden wollen, können wir gerne Koalition machen. In Wien nun also, zu der, mein Schlusswort möchte ich genauso ungestört halten dürfen wie der Dr. Heider. Die ÖVP hat Österreich mitgegründet, wesentlich mitgegründet. Raab und Figl waren mit daran beteiligt, dass Österreich die Freiheit im Jahr 1955 bekommen hat. Alois Mock war der Treibende, der Österreich in die Europäische Union geführt hat. Und ich habe sehr viel mit daran gewirkt, dass wir 1995 nicht in ein tiefes Budgetloch gestürzt sind, sondern mit einer gewaltigen Anstrengung, gemeinsam natürlich dann auch mit den Sozialdemokraten, die Gott sei Dank ihren Kurs korrigiert haben, das Budget wieder in Ordnung gebracht haben, damit wir an der Euro-Währung teilnehmen können. Wenn Sie uns wählen,
dann wählen Sie eine starke Stimme für die Kinder und Familien, Karenzgeld für alle Kinder, Elternpension, wie wir heute geredet haben. Sie sind auch eine Stimme für starke Frauen. Nicht nur Heidi Schmidt hat Frauen auf ihrer Liste. Ich habe auf der Bundesliste 4 starke junge Frauen platziert, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sich ganz bewusst zu ihrem Thema gemacht haben. Denn das ist der Punkt, der tatsächlich ein Wunderpunkt geblieben ist. Wenn Sie uns wählen, dann wählen Sie eine starke Stimme für den Mittelstand und für den ländlichen Raum. Ganz wichtig, dass die Arbeitskosten sinken, damit die Löhne hoch bleiben können und damit die Arbeitsplätze sicher sind. Und nicht zuletzt wählen Sie eine starke Stimme Österreichs in der Europäischen Union. Denn vergessen Sie nicht, Sie wählen nicht nur das österreichische Parlament, sondern indirekt auch, wer vertritt Österreich in den Ministerräten der Europäischen Union. Natürlich kann ich vor der Wahl, genauso wenig wie jeder andere hier, einen Blankoscheck für irgendjemanden ausstellen, in der Regierung zu sein, weder für Rot noch für Blau. Was ich verspreche, absolute Verlässlichkeit, dass ich mit Ihren Stimmen, so ich sie kriege und ich hoffe auf möglichst viele, sehr verlässlich und behutsam umgehen werde, wie ich das auch in den letzten 4 Jahren gemacht habe. In dem Sinn bitte ich um Ihr Vertrauen. Danke. Herr Bundeskanzler, bitte. Abgesehen davon, dass es ein bisschen unfair war, jetzt zum Beispiel in der Schlussrunde den Innenminister anzugreifen, der eine sehr, sehr ausgewogene und gute Integrationspolitik, Bewahrung des Asylrechts macht und anderes mehr. Das bin ich nicht gewohnt gewesen, Frau Dr. Schmidt, von Ihnen. Das waren keine Darf neuen Vorwürfe. Eines, glaube ich, gemeinsam feststellen. Österreich hat sich in den letzten Jahrzehnten dank der Tüchtigkeit der Menschen in unserem Lande, aber auch durch die jeweils richtigen politischen Entscheidungen zum jeweiligen Zeitpunkt gut entwickelt. Wir stehen als Erfolgsmodell gut da. Und bei dieser Wahl kommt es nun darauf an, sehr sorgfältig zu entscheiden, dass Österreich nicht in ein System des kein Teil darf auf dem anderen bleiben, des Zerstörens, des Auseinanderdividierens hineingeht, dass Österreich aber auch nicht unregierbar wird. Und daher ersuche ich darum, dass die Wählerinnen und Wähler mir den Auftrag geben, eine Arbeitsregierung zu bilden mit neuem Schwung, wo wir besser machen, was wir schlechter gemacht haben, wo wir uns dem Thema Arbeitsplätze, Thema Gleichberechtigung der Frauen, Jugendausbildung engagiert widmen und unser Land Österreich gemeinsam ein Stück weiterentwickeln. Das ist mein Angebot, das ist meine Bitte. Und eine Bitte für unser Land, einen Schaden zu ersparen, Österreich als Erfolgsmodell weiterzuentwickeln. Ich bedanke mich bei allen für diese Diskussion. Wir haben doch ein Stück mehr Zeit gebraucht, als wir uns vorgenommen hatten. Ich hoffe, es war für alle Zuseher trotzdem sehr aufschlussreich. Ich wünsche allen noch einen schönen guten Abend. Auf Wiedersehen.